Moin, moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend heute Donnerstag. Ja, fast pünktlich 20 Uhr. Moin Jan und moin alle, die auch am Chat dabei sind, beziehungsweise jetzt gleich hier auf der Strecke im Hintergrund seht ihr es. Wir sind wieder bei Hove Racing unterwegs. 2 Wochen sind schon wieder vorbei und wir sind jetzt in der Mitte der Season. 9 Rennen haben wir ja insgesamt heute dementsprechend beim 5. Lauf und das Ganze, vielleicht erkennt ihr es jetzt schon hier an der Goodyear-Kehre. Wir sind auf dem Nürburgring unterwegs. 60 Minuten haben wir dann. Nachher vor uns, jetzt haben wir noch gute 17 Minuten 40 im Qualifying und ich würde sagen, wir gehen mal auf die Strecke, denn ja, wir werden heute viel zu tun haben, ich gucke kurz, scroll, 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 42 Autos auf der Strecke, wird also, denke ich mal, nicht langweilig werden. So, da sind wir hier gerade bei Pierre Brückner drauf, auf der 20. Position, aber hat auch noch keine Zeit gesetzt. Und ja, wir gucken mal kurz hier auf Dennis Precourt. Das ist der Führende der Gesamtwertung. Die Gesamtwertung schauen wir uns nachher natürlich auch nochmal ganz kurz an in der Startaufstellung. Hab gesehen, ein, zwei Leute sind nicht dabei, die so unter den Top 15, Top 20 sich befinden. Aber die im allermeisten immer regelmäßig dabei. Daher glaube ich, ja, lohnt es sich auf jeden Fall, nachher nochmal reinzuschauen. Denn da tut sich immer wieder was. Ganz vorne weniger, aber vor allem im Mittelfeld. Da gibt es richtig viele Positionstausche auch in der Gesamtwertung. Ja, was macht das Wetter? Sieht gut aus. Strecke steht bereits schon auf optimal. Wir haben 24 Grad Luft, 30 Grad Strecke. Also ziemlich Standardbedingungen, die wir in vielen, vielen Rennen bei ACC so sehen. Ja, also Precourt hier im Porsche unterwegs. Wir gucken mal ein bisschen durch. Wen haben wir hier noch? Noch sind hier keine Zeiten eingetrudelt. Dürfte aber gleich soweit sein. Können wir eigentlich mal gucken, wer hier der Erste ist. Ich glaube, die 911 müsste nämlich der Dennis sein. Und Chris Kaufmann, danke für deinen Follow, so heißt das. Die haben alle noch keine Zeit. Hat ja gerade erst angefangen. Jetzt haben wir die erste Zeit. 1:54:1. Everts eine Zehntel hinter auf der zweiten Position. Auch Everts in der Gesamtwertung, glaube ich, relativ weit vorne. Ich muss mal kurz nachgucken. Ja, auf der zweiten Position nämlich auch. Und der Andersen hier auf der 3. Der ist auch in der Gesamtwertung auf der 3. Also da haben die ersten Zeiten schon mal die Leute sich hier oder die Leute erfahren, die auch vorne dabei sind. Aber da dürfte noch einiges drin sein. Die erste Runde ist meistens nicht die schnellste. Andersen also auf der 3. Everts haben wir noch nicht im Bild gehabt. Hier im BMW M4 unterwegs, der Luxemburger HyperX Racing Luxemburg. Ich hoffe, dass es mit den Liveries geklappt hat. Ich habe die neuen gespeichert. Bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das bei allen hingehauen hat. Aber werdet ihr mir wahrscheinlich irgendwann mitteilen, wenn es nicht geklappt haben sollte. Ja, wen haben wir noch? Pierre Meyer. Den sehen wir auch sehr, sehr viel auf der Strecke. Für Daddy Cool Racing im Audi unterwegs mit der 40. Momentan auf der 4. Position. Gerade am Ausgang von der AMG Arena. 0,16 Sekunden hat er jetzt schon mal wieder im Delta. Mal sehen, ja, was er so rausholen kann. Er müsste heute aber Gaststarter sein, glaube ich. Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Wen haben wir noch so? Remo Kipfer haben wir auf der 5 hier. Auch wieder ein BMW M4. Der Schweizer mit der Nummer 14. Mal sehen, was da noch so geht. 1,6 Sekunden. Momentan der Abstand. Die 54,1 da vorne ist aber auch schon eine sehr, sehr starke Zeit, muss man sagen. Könnte also sein, dass der Dennis Precourt seinen Vorsprung in der Gesamtwertung nochmal deutlich ausbauen wird. Oder weiter ausbauen wird, muss man sagen. Die ersten Punkte gibt es ja bereits schon hier im Qualifying zu vergeben. Der Erste kriegt 3, der Zweite 2, der Dritte 1 Punkt. Und auch da hat er sich schon den einen oder anderen Punkt holen können. Ich schaue mal kurz nach. Ja, in Qualifying hat sich Dennis Precourt schon 11 Punkte holen können. Damit deutlich die meisten. Auch schon dreimal die schnellste Runde gehabt. Stefan Monz, der beim letzten Rennen nicht dabei war, auch heute nicht dabei ist, insgesamt auf der 4. Position, hat sich auch schon mal eine schnellste Runde geholt. Und ja, der Einzige neben Precourt, der sich einen Sieg geholt hat bis jetzt. Also Dennis Precourt mit 3 Siegen in 4 Rennen. Und momentan, ja, sind die Zeichen wieder dahingehend gestellt, dass er sich heute noch einen holt. Aber Qualifying 1 bedeutet natürlich nicht, dass man im Rennen auch gewinnt. Ja, Jan, kein Problem. Ja, 4, 5 Gaststarter, glaube ich. Gucken wir mal, ob ich das gerade noch mal finde. Irgendwo stand das nämlich. Gebt mir mal einen Moment. Da nicht. Ah, hier. Der Danny Anwand, Thomas Gefährt, Fia Dark,
Tapion und Pierre Meyer, das sind die 5 Gaststarter für heute. Oder Ersatzfahrer, wie immer man das nennen möchte. Ja, aber auch ohne die hätten wir ein sehr, sehr gut besuchtes Feld. Wie gesagt, wir müssten, ja, 42 Autos haben wir auf der Strecke. Dürfte nicht langweilig werden. Ja, wir sehen links die ersten 30. Also mehr kriege ich da jetzt auch nicht rein, sonst können wir gar nichts mehr lesen, glaube ich. Also müssen wir mal ein bisschen hin und her scrollen. Immer sehr, sehr gut besucht hier das Feld, während wir vielleicht mal auf irgendjemand anderen gehen. Jerome Eckert vielleicht. Ja, der ist auf jeden Fall ein bisschen besser unterwegs gerade auf der 13. Position. Immer sehr, sehr gut besucht, auch auf Zolder. War, glaube ich, das erste Rennen. Ja, das erste Rennen, da hatten wir auch über 40 Autos auf dieser kleinen Strecke. Und da ist der Start gut verlaufen. Also hoffen wir mal, dass das hier auch funktioniert. Kurve 1 ist ja doch eine relativ harte Anbremszone in die AMG-Arena rein. Und ja, mal sehen, ob hier alle heil durchkommen. Dennis Preko derweil nochmal richtig einen nachgelegt da vorne. 1,53,665, damit über eine halbe Sekunde Vorsprung vor allen anderen. Also das ist ja nicht verwunderlich, wenn man die letzten Rennen so gesehen hat. Da ist er doch meistens eher einsam vorne weggefahren. Und heute, ja, scheint es vielleicht auch so zu sein. Mal schauen, ob er am Start vorne bleiben kann. Und dann wird er wegfahren. Ansonsten muss er sich die erste Position wiederholen. Aber auch das werden wir dann sehen. Ich weiß nicht, wie groß der Split werden kann, aber es gibt halt nur einen. Ich weiß gar nicht, wie viele offiziell angemeldet sind. Es sind auch knapp über 40. Plus halt, wenn Startreihen frei sind, kann man noch als Ersatzfahrer mitfahren. Aber müsste irgendwas in den 40ern sein. 42, sagt Patrick, siehste. Also komplettes Feld haben wir heute voll. Sehr, sehr gut besucht. So, wo gehen wir denn mal hin? Da waren wir schon. Da hat er gerade geschrieben. Steht auch in der Box, also kein Drive-and-Schreiben oder wie auch immer. So, Michael Haaf, wo ist er denn? Da, im Lamborghini unterwegs, gerade ein bisschen langsam. Wahrscheinlich geht's nicht in die Box, sondern wartet hier nur, dass die anderen vorbeigehen. Ja, aber so vielen Fahrer muss man natürlich hier auch ein bisschen den Spot finden, um eine gute Zeit zu setzen auf jeden Fall. Michael Haaf auf der 9. Position, jetzt gerade nicht mit einer gültigen unterwegs, wenn wir da rechts am Rande noch einen Porsche Off-Track gesehen haben. Mal sehen, er hat 2 Sekunden Rückstand. Aber wie gesagt, nach ganz vorne, da ist der Abstand auch riesig. Zwischen 1 und 3 haben wir 1 Sekunde. Also ein paar Plätze weiter nach vorne kann man hier mit ein paar Zehntel auf jeden Fall nochmal kommen. So, Danny Anwand müsste auch ein Ersatzfahrer sein. Habe ich, glaube ich, gerade vorgelesen für Panda Motorsport mit der 52. Ebenfalls im M4 unterwegs auf der 12. Hat jetzt gerade ein bisschen Verkehr. Wird ihn vielleicht ein bisschen nerven, denn er hat ein grünes Delta. Aber der Mann vor ihm ist auch auf einer schnellen Runde unterwegs. Mal sehen, kriege ich ihn, jawohl. Der Helder Guerra, auch aus Luxemburg. Ebenfalls HyperX Racing mit der 555. Auf der 21 unterwegs. Hat auch ein grünes Delta. Wird jetzt hier also ja, keinen Platz machen. Denn er ist auf einer gültigen Runde unterwegs. Jetzt geht es hier durch die Schikane. Nimmt hier schön Körper mit. Scheint ganz gut zu funktionieren. Hat er nochmal richtig was rausholen können. Mal sehen, letzte Kurve. Hyundai N hier nochmal schön rausbeschleunigen. 0,4 Sekunden sollten es werden. Damit geht es nochmal ein bisschen nach vorne auf die 9. Position. Ja, ein bisschen ist gut, aber Top 10 erstmal erfahren. Mal gucken, ob das so bleibt. Haben ja immer noch 9,5 Minuten Zeit. Und ganz vorne Ewerts auch nochmal auf einer Mission, hier den Preko zumindest so ein bisschen zu kitzeln. Mal sehen. Wie gesagt, meistens da Dennis vorne weggefahren. Würden wir uns natürlich wünschen, wenn es den einen oder anderen gibt, der ihn da ärgern kann. Ja, Pierre Meyer als Gaststarter auf der 4. Position. Muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, da jetzt keinem die Punkte zu verhageln, sage ich mal. Aber ein sehr, sehr erfahrener Fahrer bei LFM. Über 1200 Rennen. Und er fährt ja auch noch die ein oder andere Veranstaltung. Holen wir mal ins Bild. Aber das ist gerade aus der Box raus. Hier sehen wir ihn. Also da mache ich mir nicht so Sorgen, dass er da irgendwo ja, falsch eingreift ins Renngeschehen. Wird schon wissen, wo er mal zurückzieht und wo er angreifen kann. Ja, wir sehen, die ersten paar Runden sind jetzt vorbei an den grünen oder beziehungsweise roten Deltas. Sehen wir links auch, dass jetzt viele in die Box reingefahren sind, beziehungsweise jetzt wieder rauskommen. Nochmal frische Reifen drauf und nochmal jetzt hier 2, 3 Runden hinzaubern, in der Hoffnung, dass man auch freie Fahrt hat. Und dann mal gucken, was nach vorne noch so geht. Ansonsten, das fällt sehr, sehr dicht zusammen.
Also wir sehen es ja, Platz 10, 2 Sekunden und diese 2 Komma ziehen sich bis Platz 26, bis 27,3. Also da haben wir richtig viele Autos innerhalb von einer Sekunde. Das ist sehr vielversprechend. Ich denke, da werden wir nicht viel Leerlauf im Rennen heute haben. Mit so vielen Autos sowieso nicht. Einmal in die Box müssen wir auch. Reifenwechsel müsste, glaube ich, sogar Pflicht sein. Also werden hier alle 30 Sekunden stehen. Minimum zumindest. Der eine oder andere wird vielleicht nochmal was reparieren müssen. Gucken wir mal, ob hier alles dann gut geht gleich. So, wo waren wir noch nicht? Wer ist denn gerade unterwegs? Der Patrick Till haben wir, auch ein Luxemburger. Intruder Racing Team, ebenfalls im M4. Und der hat 0,3 Sekunden eben im Delta gehabt, 0,2 halten sich jetzt hier. Richtung Advanbogen sind wir jetzt unterwegs zur Schikane. Geht alles Vollgas natürlich hier. Und dann hier anbremsen, dritten Gang wahrscheinlich. Und dann einmal, ja, möglichst nicht zu viel Körper mitnehmen. Mit dem BMW geht es anscheinend hier auch noch. Aber sollte man im Rennen gucken, dass man nicht zu viel Risiko geht. Da fliegt man doch ganz schnell mal ab. Und dann, ja, versaut man sich das Rennen hier. Und so eng wie das hier offenbar pacetechnisch ist, verliert man wahrscheinlich dann gleich mehrere Positionen, wenn da so eine ganze Gruppe hinter einem herfährt. So, der Patrick hat sich hier auf die sechste Position gefahren. Sehr, sehr gut. Nächste Position ist dann aber schon eine gute halbe Sekunde weg. Also da muss er nochmal richtig was nachlegen, wenn er noch weiter nach vorne kommen möchte. Aktuell in der dritten Startreihe jetzt unterwegs. So, was gucken wir mal hier. René Moldenhauer haben wir im Aston Martin. Er im Motorsport, die 868. Auch nochmal richtig verbessert jetzt hier. Nicht ganz an die Top 10 rangefahren. 7000stel fehlen ihm da. Ah, die wird er wohl noch irgendwo finden. Vielleicht vor ihm gerade keiner auf einer Verbesserung unterwegs. Mal sehen, ob er nochmal weiter nach vorne kommt. Dann gehen wir mal weiter. Wen haben wir noch nicht gesehen? Friedrich Pfaffenroth zum Beispiel. Ein Porsche. Soapbox Racing. Auf der 40. Hat aber noch keine Zeit gesetzt. Ist auch gerade aus der Box raus. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, dass da eine Zeit reingeht. Rauskommt. Eingeht. Wie auch immer. Daniel Pay haben wir jetzt hier auf der 36. Mal sehen, was da noch so ein bisschen geht. 0,3 Sekunden im Delta. Ja, 4,3 insgesamt nach vorne. So, Rudi Geis haben wir im Aston Martin Intruder Racing Team auf der 25 gerade unterwegs mit der 57. Seine schnellste Runde bis jetzt eine 1,56,255. Ja, also vorne 53,6. Danach haben wir ein paar 54er bis Platz 5. Danach haben wir Ewigkeiten 55er bis Platz 21. 56er bis 28. Dahinter 57, 58er Zeiten. Ein paar Autos fehlen hier, glaube ich, noch mit einer Zeit. Drei Stück, wenn ich es richtig sehe. Genau, der Peter Buchholz für Soapbox Racing. Der Teamkollege nämlich hier von Pfaffenroth. Platz dahinter, noch keine Zeit gesetzt. Und der Alex Graz, Old Guys on Tour, die 967, der Aston Martin, ist jetzt auch noch gar nicht draußen gewesen. Weiß nur, wann ich kann, nicht will, nicht darf. Aber vielleicht startet er auch von hinten, mal gucken. Ja, vorne hat sie nicht so viel getan. Pierre Meyer müsste den Andersen überholt haben, ist jetzt auf der dritten Position unterwegs. Ja, und er hat noch ein bisschen was im Petto. Wir sehen es hier in der AMG Arena. Das grüne Delta schon, ja, knabbert schon fast an den 2/10. Mal gucken, wie es jetzt am Ausgang ist hier. Ganz, ganz wichtig, gut rauszukommen und sich da auch keinen Trackcut zu holen. Aber eine 1/10 bringt er auf jeden Fall nochmal mit. Wird ihn jetzt aktuell noch nicht weiter nach vorne bringen. Aber schon mal ein bisschen näher wieder an Ewerts ran. So, Dennis Breko ist in der Box. Weiß nicht, ob er schon mit seinem Qualifying fertig ist. Ich glaube, so viel direkte Konkurrenz scheint er auch hier nicht zu haben heute. Mal wieder, muss man fast sagen. Immer noch 6/10 Vorsprung. So, Stranovic haben wir auf der 5 hier. Auch Intruder Racing Team. Da sehen wir es auf der Seite auch geschrieben. Da dürfte es mit der Livery auf jeden Fall mal geklappt haben. Den haben wir noch nicht gehabt. Chris Hayer, glaube ich, im McLaren. Für Jota unterwegs auf der 7. Exakt 1,5 Sekunden nach ganz vorne. Ein paar Hundertstel fehlen ihm nur bis Platz 6. Ein paar Zehntel bis zu Platz 5 und 4. Na, schauen wir mal. Gucken, ob ich kurz finde, wo er in der Gesamtwertung ist. Auf der 7. Position. Ja, bis auf Silverstone hat er immer punkten können. 90 Punkte hat er in der Gesamtwertung. Schauen wir uns natürlich dann vor der Startausstellung vielleicht nochmal ganz kurz an, wer hier wo startet. Aber wenn ich so mal links rüber gucke in den Tower,
haben wir da ganz vorne wieder die Leute, die auch in der Gesamtwertung vorne sind. So, Dominik Socher haben wir in einem komplett roten Porsche. Internet scheint wieder zu funktionieren. Die 120. Momentan auf der 18. Position unterwegs. Knabbert hier so ein bisschen an der 2-Sekunden-Marke. Also bis Platz 3, 4 ist es dementsprechend nur eine Sekunde. Zwischen den Plätzen hier im Schnitt, ja, nicht mal eine Zehntel tatsächlich. Also hier zählt wirklich jede Kurve. Jeder Meter, den du früher aufs Gas gehen kannst oder später auf die Bremse, kann dir nochmal ein, zwei Positionen bescheren. Bleiben wir mal drauf hier, 0,4, 0,3 Sekunden. Ja, gehst du mal ein Stück nach vorne, mal sehen, wie viel Position. 5 Stück auf die 13. Ja, 2 Runden hat er noch Zeit, um hier nochmal was nachzulegen. Gehen wir zu Patrick Schröter kurz. Er kommt hier auch gerade über die Ziellinie auf der 17. Position, der ziemlich genau 2 Sekunden Rückstand hat. Aber wir sehen eine Zehntel, die er rausholt, bringt ihm mal locker hier 4, 5, 6 Positionen vielleicht. Es geht hier wirklich richtig eng zur Sache. Sehr schön zu sehen. So, den hatten wir. Hatten wir René Brey schon. Nee, Nestern hatten wir noch nicht. Hier der Österreicher, CDS Digital Motorsport, der hier auf der 12. Position unterwegs ist. Also doch etwas weiter vorne im Feld. Angesichts des großen Feldes hier mit 42 Autos, wie gesagt. Gucken wir mal, was in der AMG-Arena noch so geht. Eine Zehntel auf jeden Fall schon mal in der AMG-Arena selbst. Ja, aber auch da kannst du vielleicht nochmal 1, 2, 3 Positionen weiter nach vorne gehen. Dann gehen wir zu Alexander Langhorst. Hier für Honda Langhorst unterwegs mit der 72. Sehen wir hier auch gerade in den ersten Kurven. Der ist auf der 15. Position unterwegs. So, wen haben wir noch nicht gehabt? Matthias Wegger ist, glaube ich, schon fertig. Hier auf der 20 im Audi unterwegs. Falk Moritz haben wir dann im Bentley. Ich wollte gerade sagen, Bentley müssten wir eigentlich auch dabei haben. Hier ist er nämlich. Da haben wir den 46er auf Platz 21. Ah, diese Runde sieht aber nicht so dolle aus. Also da müssen wir es noch gedulden. Ob es nochmal weiter nach vorne geht, schafft er noch eine Runde. Müsste eigentlich noch gerade hinhauen. 50 Sekunden haben wir da noch auf der Uhr. Hier ist der nächste Bentley. DOD Racing, der Jakob Hausinger auf der 34 unterwegs. Auch diese Runde leider ungültig. Halbe Minute haben wir noch. Und das müsste auch noch reichen, um nochmal eine Zeit zu setzen. Ja, ein bisschen Verkehr vor sich, da zwei Autos, aber es ist eh sehr, sehr viel Betrieb auf der Strecke. Obwohl da ja auch einige Autos in der Box sind schon, wie wir auch links am Tower sehen. Ja, damit fehlt nur noch der Alex Graz, aber der fährt, glaube ich, jetzt auch nicht mehr raus. Der wird keine Zeit setzen. Alle anderen haben zumindest mal eine gültige gesetzt. Vor allem bis Platz, ja, 30, sage ich mal. Sehr, sehr eng. Da sind 2 Sekunden bis zur ersten Startreihe ungefähr oder zweite Startreihe. Dürfte interessant werden. Ja, Jakob Hausinger beendet jetzt auch das Qualifying, fährt hier in die Box rein. So, wen haben wir denn jetzt noch unterwegs? Geht vorne noch irgendwas? Schauen wir doch mal nach vorne. Helder Guerra ist auf jeden Fall nochmal gut unterwegs. Ganz vorne tut sich, glaube ich, nicht so viel. Ewerts nochmal mit einem kleinen grünen Delta. Meier derweil auf der 2. Position unterwegs. Er hat sich mal in die erste Startreihe geschummelt da vorne. Remo Kipfer haben wir auf der 9. Position. Bleiben vielleicht aber mal beim Guerra drauf, denn der bringt nochmal fast eine halbe Sekunde mit. Kriegt nochmal ein bisschen Windschatten jetzt hier vom BMW vielleicht. Von der 74 ist das. Mal sehen, na, dürfte ihn nicht groß noch behindern. Aber da würde nochmal richtig was nach vorne gehen auf jeden Fall. So Richtung Top 10 oder in die Top 10 locker mal. Mal sehen, 0,4 Sekunden wären es ungefähr, ja, ein bisschen weniger sogar. Ja, Platz 8, 9 sowas. Ja, hinter Chris Haier und vor Remo Kipfer. Zu wem wir nochmal kurz gehen. Der hier vielleicht ein bisschen weit draußen war. Ich weiß es nicht. Jetzt hier durch den Advanbogen. Kann auf der Innenseite hier vorbeigehen am Markenkollegen. Weiß nicht, ist das der Einzige, der noch mit einer Verbesserung unterwegs ist. Sieht fast so aus. Also dürfte das Qualifying hier gleich vorbei sein. Und mal sehen, was jetzt hier noch geht. Nochmal weiter in die Top 10 wird es auf jeden Fall gehen. Richtung, ja, 7. Platz, sowas die Richtung. Gucken wir mal, ob der Nick Kleefeld nochmal hinter sich halten kann.
Ja, genau davor reiht er sich ein hier. Ja, damit haben wir vorne relativ große Lücken. Halbe Sekunde zu Platz 2 und 3 dahinter nochmal eine halbe Sekunde. Und dann geht es so langsam los, dass das richtig, richtig eng wird. Ah, da können wir mal echt gespannt sein. Hoffentlich geht hier alles gut in der Startphase. Da ist er, der Pierre. Glückwunsch zu P2 erstmal. Da ist die Homepage. So, dann warten wir kurz, bis es in die Startausstellung geht. Und ja, haben eine ganze Einführungsrunde, die wir auch wahrscheinlich brauchen werden, damit wir uns die Startausstellung in Ruhe anschauen können. So, alle in der Box soweit, würde ich mal fast behaupten. Geh mal kurz in die Heli-Perspektive. Und dann geht's hier gleich los. Eine Stunde haben wir, wie gesagt, auf dem Plan. Huch, da habe ich gekleckert hier. So, aber während wir auf die Startausstellung warten, beziehungsweise jetzt ist sie schon da, wollen wir uns gleich noch ein kleines Filmchen angucken, denn wir sind hier ja quasi bei der Sprintserie. Aber Hove Sim Racing hat nächstes Jahr noch was vor, nämlich eine Endurance Series. Jeden Monat, einmal im Monat, ab Januar 4 bzw. 6 Stunden. Und dazu haben wir auch ein kleines Filmchen, das wir uns jetzt einmal kurz anschauen. So, da habt ihr es gesehen. Und die Webseite habt ihr ja schon hier im Chat jetzt gerade verlinkt. Also, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, meldet euch gerne an. Ab Januar geht's dann los. Ist noch ein bisschen Zeit hier. Nummer 14 hat eine SG30. Okay. Wo ist er denn? Der Remo Kipfer auf der 7 ist das. Okay, der wird dann gleich mal ordentlich zurückfallen, würde ich sagen. So, dann gucken wir uns mal hier gleich die Startausstellung an. Stell euch nochmal kurz hier das Overlay ein. Einmal in die Box müssen wir ja noch. Eben die Brei, genau. Und jetzt gehen wir mal durch die Startausstellung. Hoffentlich schaffen wir alle 42, aber ich denke mal schon. Wir fahren ja nochmal ganz gemütlich eine Runde hier um den Kurs. Also Dennis Preko hier, Pierre hat es auch gerade geschrieben, eine sehr, sehr gute Zeit. Was hat er? Irgendwas mit 53 oder so? 53 Mitte. Also der hat hier wieder mal alle Chancen, vorne wegzufahren. Ich weiß gar nicht, ob ihm das so langweilig wird. Sein Teamkollege ist ja heute leider auch nicht dabei, so wie auch im letzten Rennen. Dann haben wir auf der 2, wie gesagt, Pierre Meyer hier als ja, Gaststarter, der die Cool Racing Team. Mal sehen, vielleicht kann er ihn ja am Start ärgern hier mit dem Audi. Sollte man ja auch ganz gut wegkommen. Aber Außenseite gleich erstmal. Dann haben wir Jeff Ewerts auf der 3 hier und dann Daniel Andersen auf der 4 im McLaren. Dann gehen wir weiter in die nächste Startreihe. Danny Anwandt haben wir auf der 5, ebenfalls Gaststarter. Dann Ferit Stranovic für Intruder Racing Team im BMW unterwegs. Dann haben wir Remo Kipfer, der gleich nochmal ja, einen ordentlichen Boxenstopp einlegen muss. Der wird dann ja, komplett nach hinten durchgereicht werden. Mal sehen, wann er dann seinen regulären Boxenstopp macht. Dann haben wir einen Lamborghini, einer von na, mindestens zwei auf jeden Fall, die wir schon mal sehen. Nick Kleefeld nämlich hier auf der 8, der erste, der davon gleich profitieren wird, so wie alle anderen wie gesagt auch. Chris Heyer haben wir auf der 9, der zweitbestplatzierte McLaren nach Daniel Andersen auf der 4. Helder Guerra haben wir mit der 555 im Audi auf der 10. Position. Hey, hey. Dann haben wir
René Brey im Nissan gerade hier schon angefeuert auf der 11. Position. Steffen Rosse dahinter im Honda für SDS Motorsport Sachsen. Auf der 13. Position Jerome Eckert im Audi unterwegs im Shooter Racing Team. Der Teamkollege Patrick Till, der Luxemburger, dahinter auf der 14. Dann wieder auf der Innenseite Dominik Socher im wunderschönen Porsche. Alexander Langhorst haben wir für Honda Longhorst auf der 72 jetzt nicht, Nummer 72 auf der 16, so rum. René Moldenhauer haben wir im Aston Martin auf Platz 17. Patrick Schröter dann im Honda, der Teamkollege direkt daneben auf der 18. Michael Haaf haben wir auf der 19 im nächsten schönen blauen Lamborghini. Dann auf der 20. Position haben wir Matthias Weggel für Hobelsim Racing. Dahinter der erste Bentley, Kiel Racing mit Falk Moritz. Jetzt geht es gleich in die Einführungsrunde rein. Peter Littner haben wir dann wieder im BMW M4 auf der 22. Christian Schernhammer mit der 112, der Markenkollege, Platz 23 geholt. Rudi Geist dahinter im Aston Martin, wird sich ja auch jetzt gleich in Bewegung setzen. Dann haben wir noch einen Pierre Brückner hier im Aston Martin auf der 25. Platz 26 mit Jan Hansel, International GT Racing Team mit der 41. Die 747 hat der Fial Dark, müsste auch Gaststarter sein heute. Alex Cruz im weißen McLaren auf der 28. Position. Daniel Hofmann für Hovesim Racing im Audi auf der 29. Auf Platz 30 der Roman Tapiona mit der 56. Christian Kmielecki haben wir dann im McLaren auf der 31. Die 199 haben wir dann den Marius Kleine Kalmar auf der 32. Daniel Pay auf der 33. Position. Jakob Hausinger, da haben wir den nächsten Bentley auf der 34. Ihr seht viele, viele Autos. Carsten König dann im BMW auf der 35. Dann haben wir relativ viele Porsche hier hinten. Thomas Gefährt haben wir mit der 85 da hinten. Dann Klaus Jägel, Soapbox Racing auf der 37. Da hat sich doch ein Honda zwischengeschummelt, der von Björn Friedrich nämlich. Auf der 39 Peter Buchholz. Auf der 40 haben wir Jürgen Hofmann. Kurz gucken. Hofmann. Ja, okay, darf ich nicht verwechseln nachher. Dann haben wir Friedrich Pfaffenroth auf der 41. Und ohne Zeit, soweit ich das gesehen habe, der Aston Martin von Alex Graz mit der 967. Ja, wird gleich aber eine Position gewinnen. Haben ja gehört, dass jemand eine SG30 bekommen hat. So, schaffen wir nochmal kurz hier auf die Tabelle zu schauen. Denke ja. Halbe Runde haben wir noch vor uns. Und da sehen wir Dennis Preko mit 210 Punkten. Drei Siege hat er. Jeff Ewerts haben wir dahinter. Daniel Andersen. Und wir sehen, die sind auch alle hier unter den Top 4 heute in der Startausstellung unterwegs. Stefan Mons, letztes Rennen nicht mitgefahren. Dieses Rennen auch nicht. René Brey haben wir auf der 11 heute. Ja, mal sehen, was er noch an Punkten holen kann. Ja, ansonsten seht ihr hier den Rest. Sind nur die ersten 34, die wir hier sehen. Da gibt es noch ein paar mehr Leute, die Punkte geholt haben. Soll für uns aber erstmal reichen. Und ja, ich kann euch sagen, da im Mittelfeld, ganz vorne tut sich nichts im Mittelfeld. Da bleibt ja keiner wirklich immer auf seinem Platz. Ihr seht ja, wie eng das hier ist. Und dann gucken wir mal beim nächsten Mal natürlich wieder rein, was sich dann so getan hat. Ganz vorne wird es nicht super spannend werden, außer da passiert nochmal irgendwas Unvorhergesehenes. Aber hier ist so Platz 2, 3 ist relativ eng. Zu Platz 4 ist dann schon wieder ein bisschen Luft, weil der Mons halt auch hier zwei Rennen nicht gefahren ist dann. Mal sehen, was René Brey dann nochmal gut machen kann. Aber wie gesagt, da schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Jetzt konzentrieren wir uns hier mal aufs Rennen selber. Sind jetzt hier schon in der Formation. Gehen schon mal in die Heli-Perspektive hoch. 60 Minuten Einboxenstopp. Ah, 12 Uhr mittags. Wir haben Bewölkung und momentan Strecke nur auf schnell tatsächlich. Hoffentlich haben das die Fahrer mitbekommen. Nicht, dass die sich wundern, warum die gerade nicht so viel Grip haben, wie das vielleicht im Qualifying gerade war. Aber gucken wir mal jetzt. Also alle 42 gehen jetzt hier gleich auf die Startzielgerade. Und dann gucken wir mal, dass Kurve 1 funktioniert. Also ganz hinten muss man auf jeden Fall sehr, sehr früh schon bremsen. Der Ziehharmonika-Effekt wird recht groß sein bei so vielen Autos. So, Preko haben wir hier auf der rechten Seite. Mal gucken, hoffentlich steht hier keiner falsch. Preko auf jeden Fall schon mal mit einer Nase Längen vorne. Und jetzt geht's hier los und mal sehen, ob Pierre Meyer hier auf der linken Seite im Audi schon mal angreifen kann. Aber erstmal der Porsche ganz vorne.
Wir gucken mal, Everts, Andersen dahinter, zweite Startreihe. Everts müsste vor Andersen bleiben. Jetzt geht es in Turn 1 einmal rechts rum. So, Precourt sollte auf der ersten Position bleiben. Und Björn Meyer verliert jetzt die Position gegen Everts, zumindest zeitweise. Jetzt geht es aber erstmal links rum wieder. Also da kann Björn Meyer sicherlich nochmal gegenhalten. Bleiben wir mal ganz kurz drauf, bis sich das hier vorne gelöst hat. Auf der Karte sehen wir noch keine großen Kollisionen. Hier gibt es eine kleine Kollision zwischen Pierre Meyer und Everts. Everts auf der Innenseite, Pierre Meyer versucht hier auf der Außenseite gegenzuhalten, kommt da relativ weit raus. Von hinten kommt Andersen, der McLaren auf der Innenseite. Da gibt es schon wieder die Kollision und nochmal die Kollision und nochmal die Kollision und nochmal die Kollision. Eieiei, die lassen sich aber auch gar nicht in Ruhe da vorne. Jetzt gucken wir mal ganz kurz ins Mittelfeld. Jetzt hat es geordnet. Pierre Meyer hat sich da durchgesetzt. So, jetzt gucken wir mal hier hinten auf der 26. Ja, haben keinen groß verloren. Aber Matthias Wegert 20 Positionen verloren. Gucken wir mal 30 Sekunden zurück. Vielleicht sehen wir nochmal, was passiert ist. Wir sind hier in der AMG-Arena nochmal. Aber ich weiß noch, was da schon hinten war. Da dreht einer sich und dann, da ein, zwei Autos mit kollidiert. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt genau war, aber der Weckel ist hier auf jeden Fall auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Gab es eine Kollision? Ich weiß es nicht genau. So, 86, 46 haben auch eine DT offenbar. Wird mir geschrieben. Ich gucke mal kurz in-game, aber... ja, stimmt auch. Bin ich jetzt auch mal von ausgegangen, dass es stimmt. Also werden wir hier gleich mehrere Autos schon in der Box sehen. Für Strafen allerdings in dem Fall. So, Kleefeld, der hat schon zwei Positionen gewonnen. Ist hier auf der sechsten Position unterwegs. Vorne hat es, glaube ich, so gut geordnet. Precourt schon zwei Sekunden jetzt hier nach der ersten Runde. Klar, wir haben den Zweikampf gesehen. Pierre Meyer hat sich da nach langen Hin und Her, hätte ich was gesagt, nach langem Zweikampf in den ersten Kurven durchgesetzt. Everts hier auf der 3, Andersen auf der 4 geblieben. Sanovic hat eine gewonnen, Kleefeld 2. Anwand haben wir dahinter mit zwei Positionsverlusten. So, jetzt sehen wir der 1, 2, 3 Autos gleich in der Box. Kipfer ist rein, haben wir schon gehört. Die anderen dürften dann auch bald folgen. Ja, keine Ahnung, wo wir hinschalten sollen. Wir gehen einfach mal so ein bisschen random durch hier. Wir gehen mal auf den Nissan, der einzige heute, der am Start ist. Für den, ja, lief es neutral, würde ich sagen. Ist auf seiner Startposition erstmal geblieben. Hat vor sich den Chris Haya auf der 10. Position. Ja, für den ging es leicht zurück hier. Gucken mal kurz hier, Moritz und Eckart, offenbar gerade im Zweikampf gewesen. Alex Langhorst, ja, kam hier nicht vorbei. Konnte da nichts ausnutzen. Moldenhauer haben wir hier. So, da geht jetzt hier gerade an Lindner vorbei, der auch schon gut demoliert aussieht, wenn ich da mal gucke, ja. Na, hoffentlich geht es hier erstmal weiter, aber er verliert jetzt hier 1, 2, 3 Positionen und dahinter sind ja noch einige Autos. Und könnte sein, dass das Fahrzeug nicht mehr ganz so fahrtüchtig ist. Mal sehen, wie lange er draußen bleiben kann, will. So, habe ich gesehen. Ah, er hat sich breit geschnappt, das Tier, ja. Ja, wir sehen hier, hat sich noch lange nicht geordnet. Gehen wir ein paar Positionen dahinter. Hier haben wir nämlich Jan Hansel, hier Side-by-Side mit dem Audi von Kleine Kalmer müsste das sein. Gehen sie hier durch Schumacher S durch. Und da hat es auch schon wieder gekracht anscheinend. Wir gehen mal 20 Sekunden zurück, gucken mal, was da passiert ist. Unter anderem hier Falk Moritz irgendwie involviert gewesen. Der verliert hier aber nur das Auto in Anführungsstrichen. Da war also keine Kollision dabei. Zumindest keine Kollision hier auch mit der Wand. Sehr, sehr wichtig. Gucken wir mal, ob da noch irgendwas passiert ist. Da links sehen wir noch in McLaren ein bisschen off-track. Weiß nicht, was Gmilecki war vielleicht. Ja, müsste er gewesen sein. Der silberne McLaren. Ja, aus seiner Startposition geblieben. Stranovic jetzt mit der gelben Flagge. Oh, steht hier in der letzten Kurve verkehrt rum. Gucken wir mal, was ist da passiert. Ah, bis 10 Sekunden reichen leider nicht. Könnte sein, dass er da irgendwie gedreht wurde. Kann ich mir nicht anders erklären, dass man da so steht. Ja, der muss jetzt komplett warten. Ich hatte es schon angesprochen. Am Anfang, wenn du da off-track bist, dann gehen quasi alle vorbei. Und dann gibt es auch noch eine Kollision mit dem Honda. Ja, hat er wahrscheinlich nicht gesehen. Hier der Friedrich. Da am Ende der letzten Kurve vielleicht zu spät gesehen, den Kollegen. So, jetzt gucken wir mal hier. Was ist hier los? Eingang AMG Arena ist ein bisschen Autoscooter angesagt. Wir gehen auch da mal kurz in die Wiederholung rein. Was haben wir hier wieder? Also ich sag ja, da kriegen wir gar nicht alles mit, was hier alles passiert auf der Strecke. Der Aston Martin hier auf der Innenseite. Da vorne dreht sich schon einer. Der Porsche geht rein. So, der BMW trifft noch leicht den McLaren. Und außenrum hat es der eine oder andere versucht. Hat nicht funktioniert. Der Aston Martin da irgendwie auch weggerutscht, glaube ich. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
Aber auch hier jetzt wieder einige Autos getroffen. So, wir gehen mal nach vorne. Gucken mal, ob wir hier ein bisschen Zweikampf-Action bekommen. Wir gehen bei Everts mal rein. Der klebt hier am Biermeier dran. Dennis Brekow vorne schon 3 Sekunden weg. Also, ja, wie gesagt, wie in den letzten Rennen ähnlich. Da konnte er relativ gemütlich vorne wegfahren. Klein Keimer hinten mit einer Kollision verliert gerade 2 Positionen. Gucken wir da mal rein. Müsste Schumacher es fast gewesen sein. Ja, Anfahrt auf jeden Fall. Da geht auf jeden Fall der BMW vorbei von Hansel müsste das sein. Und der Aston Martin von Tabiona, der hier Gaststarter ist, hängt hier direkt dran. So, Precon mit der nächsten schnellsten Runde. Wir gehen mal zu Chris Haya. Da sieht es gar nicht mal so uninteressant aus. Der schnuppert hier an René Brey dran. Da gehen wir mal drauf. Ja, schöner Markenmix, den wir hier vorne auf jeden Fall mal haben in den Top 10. Er geht schon hier auf die Verteidigungslinie, aber ich glaube, da ist der McLaren noch zu weit weg, als dass er da jetzt angreifen kann. Chris Haya selbst muss da eher aufpassen, dass der McLaren, sag ich schon, der Lamborghini sich da nicht reinsetzt. Steffen Rosser haben wir dann noch direkt dahinter. Dahinter eine kleine Lücke, 1,5 Sekunden. Da kommen dann aber auch nochmal einige Autos im Schlepptau mit. Jerome Eckert auch hier in diesem Train unterwegs. Wir gucken mal kurz bei Scherenhammer. Müsste den Lindner gerade überholt haben oder ist es ein Anzeigefehler? Wir schauen mal kurz rein. Ne, hat ihn überholt. Ja, genau. Lindner hat ja hier den Schaden. Der hat sich da auch nicht groß gewehrt, würde ich mal sagen. Ja, bleibt aber erstmal draußen, sofern es wohl möglich ist. Gucken, wann hier die nächsten vorbeigehen werden. So, Stranovic, gelbe Flagge. Jan Hansel steht in der Box. Stranovic ist ja auch sehr langsam unterwegs. Auch beschädigt hier das Fahrzeug. Und so langsam wie er fährt, gehe ich mal davon aus, dass er hier gleich in die Boxengasse einbiegen wird. Fahren wir mal ein bisschen Lamborghini mit. Fahren ja auch nicht mehr so oft, muss man sagen. Ja, ein bisschen Staubentwicklung hier vorne. Ah, und da vorne rechts fliegt einer ab. Das ist der Socher, der Porsche. Der erwischt hier zum Glück auch keinen, wie es aussieht. Aber hat hier das Auto im Schumacher S wohl verloren. Gucken wir nochmal zurück vielleicht. Ja, hat ja auch ein bisschen Dirty Air wahrscheinlich hier von Position 5 war das zu dem Zeitpunkt noch. Kommt hier raus und da der Maulwurfshügel, sage ich dazu immer. Wenn man da das Kies berührt, das hebelt einen das Auto mal ganz schnell aus. Und da geht es auch noch in die Wand rein. Und zack, geht da die ganze Traube an Autos vorbei. Ja, gucken wir mal, ob er jetzt reinfährt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wir warten mal ganz kurz ab. Wir sind jetzt in der Schikane und er wird hier sich rechts halten, nehme ich mal an. Jawohl, hier vor der zweiten Linie muss man rechts bleiben. Also kann man nicht komplett abkürzen, sage ich mal, den ganzen Schwung reinnehmen. Muss man relativ früh rechts sich halten, um hier in die Boxengasse zu fahren. Also hier auch ein etwas verfrühter Boxenstopp. So, vorne verpassen wir nicht so viel. Wir gucken mal ganz kurz rein. Everts hier 0,7 Sekunden zwar noch am Biermeier dran, aber noch kein Angriff gesehen. Andersen haben wir hier auf der 4. Position. Der Haf, der ist... Ja, wo ist er denn? Auf der 38 unterwegs. 19 Positionen verloren. Aber der hatte ja auch eine DT. Deswegen auch hier einiges an Position liegen lassen. Ja, hat jetzt auch nicht so viel zu tun. Der hat zwar den Falk Moritz direkt hinter sich. Nach vorne hat aber 3,6 Sekunden. Also da... Ja, muss er mal gucken, was er noch so wieder rausholen kann nach seiner Strafe. So, wo gehen wir denn mal hin? Ganz vorne, wie gesagt, haben wir nicht so viel. Gehen wir mal zu Alexander Langhorst auf der 13. Position. Jagt hier als erstes mal den Audi von Jerome Eckert. Ja, muss hier ein bisschen ausweichen. Gutier Kehre, auch immer ein gern genommener Anbremspunkt, wo man mal gern drauf fährt. Aber hier geht zumindest alles gut. Mal sehen, wie dies für ihn. 3 Positionen ging es nach vorne. Wir gucken uns mal die Position Deltas insgesamt an. Und da sehen wir... Ja, ganz, ganz viele haben was gewonnen. Ganz vorne hat sich nichts getan auf den ersten 5 Positionen. Was ist bei Schröter los? Der wird hier gerade komplett durchgereicht. Oh, krieg ihn angeklickt. Ihr Schumacher S. Wir gehen auch da mal kurz zurück. Schade, haben wir nicht mehr gesehen. Aber wir haben keine Kontaktanzeige. Können wir also davon ausgehen, dass er das Auto hier von selbst verloren hat. Und auch hier wieder sehen wir gerade am Position Delta ganz, ganz viele Positionen verloren. Insgesamt 6 Stück hier. Weiß ich nicht, ob das der einzige M6 ist. Ist nicht unwahrscheinlich. So viele M6 sind ja nicht unterwegs. So, ich guck mal kurz wieder auf die Manufakturen.
Aber der Lindner, der ist ja gar nicht im M6, der ist ja im M4 unterwegs. Oder gibt es noch einen Lindner? Der Peter Lindner auf jeden Fall im M4 und fährt gerade in die Box, also scheint nicht weiter zu gehen, der verliert zu viel Zeit. Dementsprechend muss er ein bisschen früher reingehen und dann die letzte, ja, ein bisschen mehr als 3/4 Stunde zu Ende fahren, so. So, das Papay los. Oh, das sieht auch nicht gut aus. Scheint hier auch irgendwo ordentlich eingedämmert zu sein. Oh, Lenko geht auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wer der M6 war. Wir können ja mal die BMWs durchgehen. So, wen haben wir hier vorne als erstes? Ewerts. Das müsste aber ein M4 sein. Noch kurz die andere Kamera. Das ist auf jeden Fall ein M4. Anwand müsste auch ein M4 sein. Wann haben wir dann noch? Auf der 11. Das ist auch einer. Platz 18. Das ist er. Der Dark ist das hier im M6. Ja, neue Position gewonnen. Aber der ist, glaube ich, auch nur Gaststarter heute. Aber auch hier in diesem schönen Train drin auf der Karte sehen wir, es hat sich schon ja, halbwegs verteilt. Wir haben so mehrere Gruppen unterwegs. Was natürlich hier den Boxenstopps und den Strafen geschuldet ist. So, was haben wir hier? Haaf und Moritz sind hier an Pfaffenrod direkt dran. Da gehen wir mal aufs Heck. Gucken wir mal, ob er angegriffen wird. Ja, der Bentley muss da ausweichen. Schießt einmal durch die Mitte. Alle drei gleich mal draußen hier in der Goodyear-Kehre. Und dahinter der vierte fährt einfach hinterher. Ah, einer macht's vor, alle anderen nach. Hat sich an der Reihenfolge aber nichts geändert am, unterm Strich hier. Glaube ich. Oder? War der, doch, der Bentley müsste ja hinter dem Lamborghini gewesen sein. Ah, da gab es ein bisschen Lichthupe. Wofür weiß ich nicht genau, aber mal sehen, wann der Lambo hier vorbeikommt. Scheint hier doch ganz gut unterwegs zu sein, im Gegensatz hier zum Porsche jedenfalls mal. Ja, vor zwei, drei Tagen hatten wir zwei M6 tatsächlich im Zweikampf hier. Also im Stream. War auch ein sehr, sehr seltenes Bild. Und vorne sehen wir Dark und Cruise gerade die Position wechseln. Wo sind die denn? 17, 18... Und dahinter haben wir auch nochmal ein paar Zweikämpfe. Hier sehen wir die alle vier. Dann bleiben wir da vielleicht mal drauf. Weiß nicht, ob die Helicam besser ist. Selten eigentlich. Aber schönes Grüppchen, was wir hier sehen. Der Dark, der M6, wo wir schon beim Thema sind, führt hier einen schönen kleinen Train an mit insgesamt 4 Autos. Und ein paar Meter dahinter anscheinend kleine Keimer an Tapiona vorbeigegangen zu sein. Auf die 21. Ja, 11 Positionen schon gewonnen. Läuft also auch da relativ gut. Auch beim Roman. Ja, mit 8 Positionen läuft es doch gar nicht so verkehrt. So, Kipfer ist an Haaf vorbei. Achso, der ist in die Box reingefahren. Socher war auch schon drin. Jetzt endlich wieder mit einem funktionstüchtigen Porsche. Vorerst mal 22 Positionen verloren. Aber der kann ja auch zu Ende fahren, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen. So, Ewerts ist vorne wieder am Meier dran. Das soll man natürlich vorne auch nicht vergessen. Cruise und Dark haben jetzt gerade getauscht 17-18. Damit der McLaren an M6 vorbei. Und wir gucken jetzt mal, ob der Ewerts vorbeikommt. Ja, Position 2 wird sein Ziel sein. Ich glaube nicht, dass der sich ausrechnet, dass er den Preco da vorne aus eigener Kraft einholen kann. Der weil schon wieder eine schnellste Runde gesetzt hat. 54,5 ist er jetzt gefahren. Aber auch Andersen, der hat natürlich hier großes Interesse dran, nochmal aufs Podium zu kommen und sich hier schön Punkte zu holen. Hinter sich hat er auf jeden Fall relativ viel Abstand, 10 Sekunden zum Danny Anwand. Denn ist dann auf der 6 nochmal 3,6 Sekunden. Dahinter ist schon mal wieder ein bisschen enger. Ansonsten haben wir hier und da schon etwas größere Lücken zum Teil, vor allem um Position 17, haben wir 5, 6, 7 Sekunden. Gehen wir nochmal zu der Gruppe, denn der M6, wo ist er? Da haben wir vielleicht mal mit. Könnte hier nochmal unter Druck geraten. Graz auf der 28, der von ganz hinten gestartet war, hat gerade den Buchholz überholt. Und wir sehen gerade, wie hier der M6 angegriffen wird. Wollen wir kurz hier wieder klarkommen mit den Kameran. Und wir sehen, der BMW M4 geht vorbei und Hofmann ist ja der Audi. Der Außenrum ist nochmal probiert. Könnte funktionieren. Die Tür kann er noch nicht zumachen. Aber für die nächsten enge Rechtskurve kann er sich vielleicht durchsetzen. Nee, reicht nicht ganz. Also der M6 kann zumindest eine Position nochmal verteidigen. Aber der Schernhammer ist vorbeigekommen. Und wir sehen, der hat schon gleich wieder ein paar Meter gewonnen. Durch den Zweikampf dahinter natürlich. Wird gucken, dass er sich hier an den Alex Cruz vielleicht mindestens mal ranhängt. Wenn nicht sogar vielleicht angreift und überholt. So, dahinter haben wir Tapiona im Aston Martin, verfolgt von Schröter.
der ja den kleinen Ausflug im Schumacher S hatte, der jetzt hier auf der Innenseite vorbeiguckt und der Essen da so ein bisschen eingeklemmt ist. Vor sich der Audi, rechts neben ihm der Honda. Der kann da so nicht wirklich was machen. Mal gucken, ob der Honda die Linie halten kann, der Schröter. Oder ob es den Switchback gibt vom Aston Martin. Der versucht zumindest mal auf der Innenseite. Aber reicht nicht ganz. Schröter müsste hier mit der Nase vorne sein und damit als erstes in Schumacher S einbiegen. Und damit hat er sich den Aston Martin geschnappt. Schönes Überholmanöver. Mal sehen, wie schnell er am Audi vorbeikommt, wenn denn überhaupt. Der Angriff sollte dann aber auch gelingen. Denn wenn es nicht gelingt, sollte oder könnte die Tür aus sein für den Roman, der jetzt hier gerade ein bisschen off-track geht. Und könnte ihn wiederum überholen. So, Hausinger, der Bentley ist hier off-track. Gucken wir da mal rein. Hat da eine Berührung mit einem Audi. Ich weiß nicht, wer das war. Irgendein Hovesim Racing Audi war das auf jeden Fall. Wurde ein bisschen getroffen. Und da ging es jetzt auch schon leicht in die Wand rein. Er war noch nicht in der Box, das ist die gute Nachricht. Mal sehen, ob er seinen Boxenstopp auch ein bisschen vorzieht. Erste Viertelstunde haben wir rum. So, wir gucken mal wieder mal in Kleefeld rein auf der 8. Vorne Everts immer noch eine Sekunde an Meyer dran. Andersen auch nochmal eine Sekunde. Außer der Dennis Preko fährt vorne weg. 6,5 Sekunden inzwischen. Moin, Pete. Schön, dass du auch am Start bist. Ja, alle 42 Autos haben wir auf jeden Fall noch auf der Strecke. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte für den einen oder anderen. Es gab schon ein paar Strafen. Ja, auch schon ein, zwei Hände voll, die schon mal in der Box waren. Zum Teil mehrfach. Michael Haaf haben wir schon zweimal drin gesehen. Einmal durch eine Strafe, einmal normaler Boxenstopp. Aha, gucken, ob der Lambo sich hier den McLaren schnappen kann. Geht ja hier auch um ordentlich Punkte in den Top 10. Ach, bist du der hier? Ja, CDS, genau. Ja, haben wir gesehen. Leicht beschädigt da gewesen. Also doch nur noch 41 aktiv auf der Strecke zumindest. Und wir gucken mal kurz bei Moritz rein. Der hat sich hier den Hofmann offenbar geschnappt. Gucken wir doch mal, wo das passiert ist. Hier sehen wir den grün-gelben Bentley noch hinter dem BMW. Der hier vielleicht irgendwo weggerutscht ist. Ja, hier auf dem AstroTurf anbremsen ist ganz, ganz eklig. Och, trifft hier fast noch den Bentley leicht. Aber alles gut gegangen und Hofmann verliert jetzt die Position an Moritz. Der hat jetzt 2,6 Sekunden zur nächsten Position. Da in der Umgebung hat sich schon ganz gut sortiert. 2,5, 3 Sekunden, da die Abstände. Ja, Preko holen wir mal ins Bild. Den sehen wir ja nicht so oft in den Rennen, muss man sagen. Denn da passiert halt auch nichts. Also der darf sich einfach keinen Fehler erlauben. Und dann sollten das mal wieder 50 Punkte sein. Plus 3 aus dem Qualifying, momentan auch noch plus 1 Punkt für die schnellste Runde. Also man kann sich hier 54 Punkte pro Rennwochenende holen insgesamt. Und ja, Precor hat da sehr, sehr gute Chancen aktuell. Ja, aber dafür haben wir ums Podium hier 3 Aspiranten mindestens mal. Ja, Anwand 10 Sekunden weg. Die könnten das da unter sich ausmachen. Mal gespannt, wie sich das da entwickelt. Guck mal gerade im Mittelfeld, ob wir da auch noch irgendwo was Schönes haben. Na, gehen wir gleich wieder hin. Scheren haben wir jetzt an Cruise dran. Und der M6, der Dark, auch mit von der Partie. Gehen wir mal auf die Motorhaube drauf. Aha, er Schaden hat, müssen wir gleich mal gucken. Wo ist er denn? Hier ist er. Mal rein optisch würde ich jetzt sagen, eher nein. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ach so. Ah, das ist natürlich echt ärgerlich. Ja, der Sound ist gut, ne? Gehen wir gleich nochmal hin. Gucken aber kurz nochmal zu Patrick Till. Denn der schnuppert hier, glaube ich, auch ja, ganz gut am nächsten Audi auf der 10. Position. Top 10 hat er direkt vor sich. Ist ja von der 14 gestartet. Oh nein, Schröter schon wieder mit einer gelben Flagge. Hier gibt es keinen Angriff, deswegen gucken wir mal kurz bei Schröter rein. Schon wieder das Schumacher S. Wir gehen mal 20 Sekunden zurück. Dann sollten wir das eigentlich mitbekommen, was da passiert ist. Aber ich nehme mal an, irgendwo den Körb zu viel mitgenommen. Es war mehr oder weniger der Erste, da verliert er das Auto. Ah, sehr schade. Dann verliert er jetzt wieder einiges an Position. Ist jetzt auf der 25 unterwegs. Ah, auch da hätte es noch deutlich weiter in die Punkte gehen können. Müssten
Die ersten 30 sein, die Punkte kriegen, glaube ich. Also kriegen noch sehr, sehr viele Autos hier Punkte. Und jetzt fliegt er schon wieder ab in der Schikane. Na, das macht natürlich auch keinen Spaß. Weggel geht jetzt vorbei, Graz geht vorbei, der ja von ganz hinten gestartet war. Und ja, schon auf der 26 ist, ist noch nicht ganz Boxenstopp bereinigt natürlich. Aber erstmal ging es nach vorne. Das ist schon mal eine gute Motivation. So, hier sehen wir den Aston Martin, den Moldenhauer, der sich den Langhorst jetzt vorknöpfen möchte. Gucken wir mal, ob es vielleicht Richtung Kehre was wird. Guter Exit jetzt hier aus der Rechtskurve wäre nicht verkehrt. Sternheimer Crews haben offenbar gerade eine ganz kleine Kollision gehabt, laut Anzeige. Bleiben mal ganz kurz hier. Ewerts aber auch vorne 0,3 Sekunden dran. Warten ganz kurze Kehre ab, dann gehen wir auf Meier drauf, auf die zweite Position. Hier ist kein Angriff. So, da ist er aufgeploppt, der BMW. Direkt hier im Advanbogen ist er schon im Windschatten. Mal gucken, ob er hier in der Vedol-Schikane angreift. Na, zieht sich nochmal zurück. Besser ist das vielleicht. Oh, ordentlich Körper mitgenommen hier. Schön am Anschlag unterwegs. Da ist ja noch relativ viel Zeit hier. 39 Minuten. Also kein unnötiges Risiko eingehen. Reicht ja vielleicht auch mal den Vordermann, den Pierre hier in dem Fall, mal unter Druck zu setzen. Vielleicht macht er mal einen kleinen Fehler. Aber auch hier wieder Ewerts, ja, mittendrin statt nur dabei. Hat ja im Nacken nochmal den McLaren. Also da muss er auch ein Auge drauf haben. Der wartet natürlich nur drauf, dass hier vor ihm was passiert. Da fahren wir nämlich auch mal mit. Ah, da ist Patrick. Der Schaden war doch mehr, ja. Merkt man dann leider in der Kurve meistens dann erst, wenn es zu spät ist. So, Langhorst jetzt auch mit einer gelben Flagge unterwegs. Das haben wir hier, eine Kollision. Könnte wahrscheinlich so sein. Moldenau und Langhorst sind nämlich hier. Auch gerade durch die Schikane. Na toll, sind wir gerade weggegangen. Gucken wir mal, was da passiert ist. Langhorst kriegt von hinten einen mit vom Aston Martin. Ich glaube, der hat aber auch hier gewartet. Da geht der Teamkollege vorbei. Da geht noch ein Aston Martin vorbei. Müsste der Rudi sein. Glaube ich. So, jetzt geht's aber weiter. Ja, Rudi war das, der auch hier direkt am Brückner vorbeigegangen ist. Hat da wahrscheinlich ein bisschen mehr Schwung nochmal rausnehmen können aus der Kurve. Also viele Positionswechsel, die wir da gerade gesehen oder erahnt haben zumindest mal. So, hier haben wir wieder einen Aston Martin. Immer noch am kleinen Keimer dran auf der 21. Aber vorne, da wird spannend. Da gibt es schon die Lichthupe und der McLaren, der hat sich da auch schon ja, fast ins Heck reingebohrt vom BMW M4. Ja, vielleicht gab es da gerade irgendeinen Angriff, dass er deswegen eine Lichthupe gemacht hat. Schauen wir mal. Gehen wir auch hier wieder in die Heckperspektive rein. Selbe Stelle wie letzte Runde. Lichthupe, Lichthupe, Lichthupe. Alpier Meier wird sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen dadurch. Aber ihr merkt natürlich, der Druck ist super groß. Ein, zwei Autos, die ihm hier die Position streitig machen wollen. Dennis Preko, der war schon wieder mit einer schnellsten Runde. 54,445. Der kriegt da gar nichts von mit, wirklich. 10 Sekunden hat er inzwischen Vorsprung. So, Chris Haya und Nick Kleefeld 7-8 hier auch sehr, sehr dicht zusammen. Aber ich glaube, wir bleiben mal ein paar Minütchen hier. Denn hier riecht es doch langsam nach Überholmanöver. Die ersten 25 Minuten haben wir hinter uns. Ah, jetzt müssen wir doch ganz kurz hier gucken. Aus der letzten Kurve raus anscheinend der Lamborghini vorbeigezogen. Jawohl, da war die Tür auf und da geht's vorbei an Chris Haya, der damit momentan auf der 8. Position verharrt. Aber wir sehen hier, bleibt natürlich direkt im Windschatten. Und hier sehen wir jetzt live wieder die Kurve 1. Da kommt er nicht vorbei. Damit gehen wir wieder nach vorne. Moldenhauer kommt jetzt rein im Aston Martin auf der 17. Position. Und Jan, danke für deine 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Zum M6 können wir gleich nochmal gehen, natürlich. Kriegen wir nicht so oft hier rein. Gucken wir mal kurz, Goodyear Kero, ob es hier einen Angriff gibt. Und dann gehen wir wieder auf Platz 18. Ja, aber es ist schon sehr, sehr spannend. Der Ewerts muss echt gucken. Der McLaren, der hat da wirklich Interesse dran. Das macht er hier deutlich. So, gucken wir nochmal. Fahren vielleicht mal drin mit. Hat hier den Hofmann aber direkt im Nacken, den Audi. Vor sich hat er erstmal nicht so viel. 3,6 Sekunden. Da vorne sehen wir die nächsten Positionen. Sehr, sehr schöner Sound. So, jetzt gucken wir mal hier vorne. Ne, hat sich nichts getan.
So, gehen wir hin. Hofmann Drag, Dark waren wir gerade. Jetzt gucken wir ein paar Meter dahinter. Immer noch der Kampf um Platz 21, 22. So, der McLaren dahinter dürfte keine Position sein. Aber jetzt hier aus der Goodyear-Kehre raus. Kann sich der Aston zumindest mal daneben zeigen. Aber na, daneben bleiben ist hier schwierig in dieser Links-Rechts-Passage im Schumacher S. Da haben wir heute schon ein, zwei Ausflüge gesehen. Aber bleibt hier schön im Windschatten dran. So, wer ist das denn? Der Kmielecki müsste das sein. Dürfte wahrscheinlich eher weiter hinten sein. Der silberne McLaren. Platz 39. Der war aber schon in der Box, muss man sagen. Dementsprechend frischere Reifen und kann hier deswegen gut aufholen. Guckt vielleicht, dass er sich hier zurückrunden kann. Aber es ist natürlich schwierig, hier in so einen Zweikampf einzugreifen. Das ist nicht so gerne gesehen. Gleich mal die Lautstärke aufgedreht. Sehr gut. Und da geht der Kalmer ein bisschen off track und damit der Aston vorbei und der McLaren gleich hinterher. Und damit hat sich das Duell erstmal erledigt. Wir gehen mal zum Matthias Weggel, der jetzt hier eigentlich gute Chancen haben dürfte, den Giffert anzugreifen mit dem Audi auf der Geraden. Mal sehen, wie gut er rauskommt. Dann ein bisschen Windschatten und dann irgendwann, ja, verhungert der Porsche ja auf der Geraden, muss man sagen. Könnte eine gute Chance sein, hier Kurve 1 anzugreifen. Kipper Buchholz auch gerade im Zweikampf unterwegs gewesen. Zumindest haben die hier laut Anzeige die Position getauscht. Stark Hofmann auch im Zweikampf, 18-19. Jetzt gucken wir mal, ob Weggel hier den Weg vorbei findet. Switchback und da ist er vorbeigegangen. Sehr gut. So, wo gehen wir hin? Andersen Evers, gucken wir mal hier vorne. Ah, gewohntes Bild. So, Graz. Jetzt ist der Nächste schon dran am Porsche. Eben musste den Weggel vorbeiziehen lassen. Jetzt kommt der Alex Graz, der noch nicht in der Box war übrigens. Hier fährt allerdings auch nicht. Moritz dahinter auf der 26 war schon mal für eine DT durch die Box. Also der muss ja auch noch mal rein. 13 Sekunden ist der ja hinter dem Duell, das wir jetzt hier sehen. Ja, 17 Position ging es jetzt momentan nach vorne. Sehr schön. Friedrich Hofmann hinten. Gucken wir mal ganz vorne, ist da was passiert? 10 Sekunden, gehen wir ins Replay zurück. Ah, hier relativ langsam unterwegs, was auch immer da passiert ist. Friedrich auf jeden Fall konnte die Position gewinnen gegenüber dem BMW. Gehen wir zum anderen Hofmann rüber. So, der versucht jetzt hier am M6 vorbeizukommen, was ihm gelingen dürfte, denn der biegt gerade in die Box ab. Hat sich ja so erledigt. So, Pierre Meyer übrigens auch in der Box. Mal gucken, da vorne sonst noch alle draußen. Der Dennis auf der 1 mit 12 Sekunden Vorsprung. Und Jeff Evers jetzt auf der 2. Ja, mal gucken, wie lange er draußen bleibt. Denn wenn er schneller kann als Pierre Meyer, wo wir uns nicht ganz sicher sein können, hat aber dahinter festgesteckt, dann kann er jetzt vielleicht ein paar Runden fahren und gucken, dass er da vielleicht mal so ein Sekündchen rausfährt, um dann vor Pierre Meyer wieder rauszukommen aus der Box. Da gibt es Dominik Socher gleich mal die Lichthupe. Also wir sehen, der Jeff hat es auf jeden Fall mal eilig. Denkt ja Daniel Andersen dahinter. Wird sich minder eilig haben. Wird sich an den BMW ranhängen. Und natürlich hier auch versuchen, möglichst einen guten Boxenstopp nachher hinzulegen. Mal gucken, wann die reinkommen. Wir gehen jetzt auf die Halbzeit zu. Dürfte also leicht gleich mehr Betrieb geben in der Boxengasse. Sind ja auch noch sehr, sehr viele, die rein müssen. Wir haben auch sehr viele Autos, muss man sagen. Aber sehr, sehr viele werden jetzt hier demnächst, denke ich, mal reinkommen. Und da sehen wir auch schon Evers. Also bleibt nicht länger draußen. Aber gleiches gilt für den Daniel Andersen. Der kann nämlich zumindest mal den BMW überholen und führt ganz viel Glück sogar noch den Audi. Schauen wir mal, wenn es denn soweit ist. Jetzt gucken wir mal weiter, ob wir noch ein paar Zweikämpfe haben, bevor die alle reinkommen. Chris Heyer und Nick Kleefeld sind hier 0,7 Sekunden auseinander. Rudi Geis und Pierre Brückner 1,3, da geht jetzt nicht so super viel. Gucken wir kurz, Socher. Ah, keine direkten Zweikämpfe aktuell, hat sich jetzt gerade ein bisschen sortiert. So, Pfaffenbrot in der Box. Achso, ja, den hat er abgestellt. Gucken wir mal, wer vorne gleich reinkommt. So, wo ist Pierre Meyer eigentlich rausgekommen? Wo ist er denn? Oh Gott, so viele Autos hier. Ah, da habe ich ihn, glaube ich, gesehen. Ja, auf der 20.
Ja, da sind wir ja richtig gekommen, denn Everts müsste demnächst ja rauskommen. Das heißt, wir bleiben auf Biermeier, gucken mal, ob er sich vor dem BMW halten kann. Birkenstock sah eigentlich doch recht solide aus, was die Zeit angeht. Mal sehen, wo der blaue BMW da oben jetzt ist. Müsste eigentlich schon irgendwo unterwegs sein. Da oben sehen wir ihn nämlich. Da ist Everts jetzt also vorbeigekommen. Da biegt er in Kurve 1 ein. Da war ein Tick schneller in der Boxengasse. Biermeier ist jetzt also eine Position nach hinten gefallen. Das ist eine gute Nachricht für Everts an sich erstmal. Jetzt muss er gucken, dass er hier vorbeikommt am Audi. Klein Keimer, der wehrt sich nicht groß. Der muss nämlich nochmal rein. Würde die Position so oder so verlieren. Heißt aber auch, dass Biermeier hier relativ zügig vorbeikommen sollte. Also hier haben wir auf jeden Fall ein schönes Überholmanöver gesehen. Über die Boxengasse sozusagen. Das ist schon mal gut gegangen. Ist natürlich die Frage, was Daniel Andersen macht. So, jetzt dürft er hier vorbei. Komm. Oh, ich dachte gerade, der trifft den Kollegen. So, da kommt er. Also, jeweils eine Runde später der nächste reingekommen, Daniel Andersen jetzt. Und da müssen wir mal gucken, war eben noch ja, hinter dem BMW und dem Audi. Mal sehen, wo er sich gleich einordnen wird. Können wir sehr gespannt sein. So, Chris Haya, der bleibt noch draußen. Und was haben wir hier? Achso, Meyer ist jetzt hier am Audi vorbeigegangen. Dann haben wir hier Graz und Gefert direkt hintereinander immer noch, glaube ich. Was ist hier passiert? Ups, bisschen off-track gegangen im Schumacher S. Domenico, danke für dein Follow. So, Andersen, mal gucken, wann kommt er raus. Na, gehen wir mal auf Everts drauf. Der ist nämlich jetzt hier in der letzten Kurve. Also da bleiben wir kurz drauf und schauen mal, wo jetzt Andersen rauskommt. Könnt ihr mir vorstellen, dass er zwischen den beiden rauskommt? So, da kommt er aus der Box. Da kommt der BMW auf der Außenseite. Er müsste noch vorbeikommen. Das müsste gerade noch so passen. Jawohl. Und wie ich es fast vermutet habe, vor dem Audi. Also die beiden Verfolger vom Audi sind jetzt hier über die Boxengasse vorbeigekommen. Und Daniel Andersen hat natürlich jetzt erstmal ein bisschen kältere Reifen, beziehungsweise Druck noch ein bisschen niedrig im Gegensatz zu den anderen beiden. Also muss jetzt zusehen, dass er hier die Reifen ins Betriebsfenster bekommt. Ein, zwei Runden wird es dauern. Und dann schauen wir mal, ob die beiden sich hier vorne behaken. Ich habe das Gefühl, dass sie vom Biermeier wegfahren werden, aber mal schauen. Und ja, oder ob Everts vielleicht vorne wegfährt. So, Preko, der Führende, jetzt auch in der Box, fährt hier gerade rein. Dann sehen wir noch Jekyll, Gefert sind reingefahren, Jürgen Hofmann ist reingefahren und René Brey genau auf der zweiten Position. Der, ja, mal gucken, ob er reinfährt. Wenn nicht, dann nee, wird er Führung nicht unbedingt übernehmen, oder? Na doch, wird er übernehmen erstmal. Denn Preko steht noch nicht mal. Also haben wir Nissan auf der 1 provisorisch zumindest schon mal. Wird natürlich nicht so lange bleiben. Gucken, wann er reinkommt. Die ersten 13 müssen auf jeden Fall noch rein, abgesehen von Preko, der jetzt drin ist. Hinten haben wir noch ein, zwei Autos, die rein müssen. Sonst schon, ja, sehr, sehr viele drin gewesen. So, da ist es passiert. Nick Kleefeld übernimmt jetzt erstmal Position 2. Chris Haya kommt rein. Patrick Till ist drin. Guerra ist drin. Und auch Jerome Eckert fährt jetzt rein. Damit können wir, glaube ich, wieder zu dem Duell gehen. Und sehen, ja, die drei Autos wieder schön dicht hintereinander. Sehr, sehr schönes Rennen von den dreien bisher. Also die haben 35 Minuten lang keine Langeweile gehabt bis jetzt. Abbruch, Abbruch, genau. Stop the count. So, Moritz an Keimer vorbeigegangen auf der 19, aber wir bleiben erstmal hier, würde ich sagen. Ja, wir sehen aber auch ein bisschen Verkehr hier. Platz 37. Milecki müsste das ja immer noch sein, der silberne McLaren. Aber hier Kurve 1 kommen alle drei vorbei. Sehr, sehr schön. Wir gehen mal auf den BMW drauf. Gucken mal, was die Verfolger so machen. Ja, auf der Karte sehen wir es. Hier in der AMG Arena gibt es nochmal gleich drei Autos direkt vor der Nase hier. Aber die müssen ja alle noch in die Box rein. Abgesehen von Preko, der war ja auf, ist jetzt auf der 6. Position wieder rausgekommen. Ja, ich glaube hier Platz 2, 3 und 4 wird das sein, was uns hier noch richtig beschäftigen wird. Mittelfeld schauen wir mal, was da noch so gehen wird. Momentan ein bisschen Fluktuation durch die Boxenstopps. Müssen wir uns noch mal ein paar Minütchen gedulden, bis dann alle drin waren. Dann hat sich's wieder geordnet. Ja, und dann schauen wir mal, was sich dann so getan hat. Moin Samu, 38 DT, okay.
38. Wo ist er denn? Muss ja so viel hin und her scrollen. Ah, Chris Haya auf der 14. Der McLaren müsste das sein. Der muss dann wohl noch gleich mal reinkommen. Ja, dürfte auch einiges verlieren. Die Abstände nicht super groß. Ja, dürfte einiges zurückgehen. Ah, gibt es jetzt hier den Angriff. Er ist schon richtig schön dicht dran. Also kann hier früh rausgehen. Da vorne ist aber noch ein bisschen Verkehr, muss man sagen. Aber mal sehen. Ich denke, nee, wird noch nicht angreifen. Wir sehen es. Er zieht hier auch schön zurück. Aber wie gesagt, man kann ja mal ein bisschen Druck ausüben. So, Aston Martin hat sich schon mal erledigt. Der geht rein. Müsste Tabiona sein, glaube ich. Aber da vorne haben wir noch so einige Autos, die auch... waren schon alle in der Box. Positionstechnisch waren jetzt davor fast alle. Rudi Geist muss nochmal rein. Jetzt deutet er mal sich wieder auf der Innenseite an. Aber mehr als ein bisschen leer machen ist es noch nicht. Aber Pierre Meyer, der ist natürlich auch noch nicht abgeschrieben. Noch lange nicht. Der klebt hier natürlich am Heck dran. So. Ja, fehlen nicht mehr viele Autos. Wir sehen es. Ich glaube, Buchholz muss noch rein. Auf der 18. Und der Rudi Geist vorne muss noch rein. Und wenn die beiden drin waren, müssten wir alle in der Box gehabt haben. So, damit müssten wir hier auch ein Duell haben. Brey und Kleefeld haben wir hier. Der Nissan, der eben kurz auf der 1 war. Ist jetzt hier auf der 7. Position. Müsste Boxenstopper gar nicht, aber 6. sein. Ich glaube, Rudi Geist dürfte noch dahinter fallen. Und Kleefeld hat er direkt im Nacken hier. Gucken wir kurz hier. 24, 25 haben wir den M6 von Dark und den Aston Martin von Moldenhauer relativ dicht zusammen. Wegel auf der 26 ist schon ein gutes Stück weg. So, jetzt gucken wir mal hier. Bisschen Verkehr sehen wir da oben noch in der Goodyear-Kehre gehabt. Aber hat sich noch nichts an den Positionen getan. Aber Daniel Andersen, der ist hier auf jeden Fall dabei, hier sich Position 2 dann nachher zu holen. Boxenstopp bereinigt, wie gesagt. Aber der Ewerts, der weiß natürlich, wie er sich hier verteidigen muss wahrscheinlich. Gucken wir doch mal, ob es diesmal einen Angriff gibt Richtung Schikane. Ja, wahrscheinlich nicht. Jetzt ist er einen Tick weiter weg als eben. Und eben hat er auch schon nicht angegriffen. Lizenz, ich glaube, man muss ein Sichtungsrennen fahren oder so. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Und ein paar Qualifying-Runden. Müsste aber irgendwo auf der Seite stehen oder im Discord. Kannst du dich ja auch anmelden. Da wirst du die Infos schon irgendwie bekommen. Bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt ist Rudi Geist auch reingefahren. Da sehen wir ihn damit Preco jetzt auch wieder offiziell auf der 1. Position. Milady. Hallo Timo. Ewerts aber auf der 2. Daniel Andersen 3. Und Pierre Meyer auf der 4. So, aber wir gehen mal kurz ins Mittelfeld, denn da ist es nicht minder unspannend. Da sehen wir einen Porsche, einen Audi und einen BMW. Und dahinter kommt nochmal ein schöner Tross an, also alles ab. Dominik Socher, den sehen wir hier sehen. Haben wir noch einige Autos, eine gute Handvoll, die hier nochmal um einige Punkte kämpfen wollen. Wegel, wie gesagt, auf der 24 jetzt ein bisschen, 23, ein bisschen abgeschlagen. Aber mal gucken, was sich hier vorne noch so tut. Ah, zur neuen Saison gibt's Lizenzen. Ah ja. Ich verstecke mich, ja. Ich bin schüchtern. Nee, bei Hove machen wir ohne Kamera. Sonst eigentlich mit. So, Bitrate dort auch nicht so Bock, sehe ich gerade. Nicht immer zumindest. So, Tapiona ist in der Box. Sehe schon wieder ein paar DTs hier. 38, die 72 auch. Weiß nicht, ob Tapiona auch noch eine hat. So, gehen wir mal wieder ins Mittelfeldgrüppchen rein. Da haben wir Moldenhauer am M6 dran. Ja, als Gaststarter, ne, wenn noch Plätze frei sein sollten. Haben wir heute auch ein paar dabei. Und jetzt habe ich wieder natürlich nicht hingeguckt. Der M6 hier wurde anscheinend gedreht. Gucken wir mal kurz rein. Oder hat er sich da selber ins Ausgeschossen? Hier in der AMG Arena jetzt anbremsen. Wurde da getroffen vom Aston Martin. Ja, ist immer so blöd an der Stelle, weil manche fahren da relativ weit außen an und wenn man sich da reinsetzt, dann zieht der Vordermann dann meist doch nochmal zu. Damit Dark jetzt hier, ja, auf der 20 unterwegs immer noch.
der Moldenhauer dahinter und Weggelt, genau, der war ja ein bisschen abgeschlagen da. Chris Haya, der greift gerade den Pierre Brückner an, wie es aussieht, 0,1 Sekunden. Vorne gucken wir gleich wieder hin, da hat sich in der Reihenfolge nichts getan, die sind aber auch noch schön dicht zusammen. Also gucken wir mal jetzt hier schön aus dem Windschatten raus, ob es da einen Angriff gibt. In der Schikane haben wir heute noch kein Überholmanöver gesehen zumindest. Heißt nicht, dass es da schon eins gab, aber hier im Stream haben wir keins gesehen. Oh nein, Socher mit der gelben Flagge. Ah, schon wieder. So, das war... Ja, nach dem Schuhmacher ist hier die Links-Rechts-Kombination. Oh nein, da ist ihm das Heck gekommen. Und da kriegt er von hinten von der 112 mal richtig einen mit. Von Schernhammer, der sich da wahrscheinlich nochmal ordentlich Front-Damage geholt hat. Und da geht er M6 vorbei, da geht er M4 vorbei. Und der Aston Martin Moldenhauer müsste... wo ist er? Noch nicht vorbeigekommen sein. Aber wir sehen bei Christian, dass er hier gut Schaden mitgenommen hat natürlich. Er konnte da aber offenbar nicht mehr so gut ausweichen. War da zu dicht dran womöglich. So, jetzt hat Hausinger auch noch eine gelbe Flagge. Schumacher erstmal wieder. Gucken wir da mal, ob es da auch eine Kollision gab. Laut Anzeige nicht. Also der Kmielecki dahinter hatte wohl nichts damit zu tun. Ist auf jeden Fall am Bentley jetzt hier vorbeigekommen. Ja, nee, der dürfte hier irgendwo weggerutscht sein. Ah, hier beim Umsetzen ein bisschen unruhig, aber kriegt das Auto zumindest mal wieder unter Kontrolle. Wieder auf die Strecke hier zügig. Also eine Position nur verloren. Socher jetzt natürlich in die Box reingefahren nach dem Unfall. Mal gucken, ob Schernhammer auch reinfährt mit seinem Front Damage. Könnte ich mir allerdings vorstellen. So, was tut sich vorne? Eberts ja, hat in Anführungsstrichen mal ein bisschen Luft nach hinten. Eine Sekunde. Das gehört schon zu den größeren Abständen, aber wir sehen es hier beim Anbremsen. Der McLaren ist kurzzeitig mal wieder dicht dran. Pierre Meyer jetzt auch, ja, 1,5 Sekunden dahinter. So, wir gucken wieder zu Chris Haya rüber, der hier immer noch nicht vorbeigekommen ist am Brückner. Aber scheint hier gut unterwegs zu sein. 1,55,7. Seine schnellste Runde. Brückner 56,8. Also eine gute Sekunde langsamer. Und der Billy, wie weißt du? Der Billy SR? Danke für dein Follow. So, 17 Minuten haben wir nur noch und wir sehen es links. Da haben wir noch so einige Zweikämpfe. Vor allem das Podium ist es sehr, sehr spannend, denn die Anwand auf der 5 wird nicht unbedingt mehr was damit zu tun haben. Dann haben wir den Nissan auch der 6 mit, ja, Kleefeld immer noch im Rücken, mehr oder weniger 1,8 Sekunden, während es zwischen Schernhammer und Moldenhauer schon wieder eine Kollision gab. Oder das heißt schon wieder. Also Schern haben wir schon wieder mit einer Kollision. Oh, Moldenhauer hat hier auf der Schikane mal angegriffen, sich reingesetzt. Also hier vielleicht ein Tick zu spät. Hat nicht so ganz gereicht hier. Schernhammer kommt da noch gut weg. Der hatte eh, glaube ich, nicht die allerbeste Laune da nach der Kollision. Aber fährt erstmal weiter, wie wir sehen. Moldenhauer da natürlich ein bisschen Zeit verloren. Jetzt wieder 4 Sekunden dahinter. Wir gehen mal zu Graz rüber. Preko mit der neuesten, schnellsten Runde. 54,167. Ja, der kriegt vom Rennen nicht so viel mit, wie immer. So, Graz, das ist jetzt alles Boxenstopp bereinigt, wenn ich das so sehe. Genau, sehr gut. Ja, dann gucken wir mal hier, Graz. Also, 17 Positionen hat der Boxenstopp bereinigt gewonnen. Von ganz hinten auf die 25. Platz 24 hat er direkt vor sich. Sehr, sehr starkes Rennen hier. Ich weiß nicht, warum er keine Zeit gefahren ist. Sonst wäre es vielleicht noch einen Tick weiter nach vorne gegangen. So, Langhorst haben wir hier am Weggelt dran. Gucken wir da mal kurz rein. Aber sonst sind noch alle auf dem Server zumindest. Ah, einer ist runter. Glaubt der Lindner, ne? Ja, denke ich mal. Socher jetzt auf der letzten Position, der rote Porsche. Damit immer noch 41 Autos hier unterwegs. Mehr oder weniger. Dann haben wir noch das Duell hier, die ja auch gerade Richtung Gutikero unterwegs sind. Der Michael Haaf. Der ja auch schon eine Strafe hatte leider, der auch ein bisschen weiter vorne sonst wahrscheinlich gefahren wäre, hat den Remo Kipfer im Nacken. Mal sehen, ob er sich hier wehren kann und wehren muss. Derweil vorne, ja, beruhigt sich so ein bisschen. Pierre Meyer 2,3 Sekunden hinter Andersen, der wiederum über eine Sekunde hinter Platz 2. Also das Dreiergrüppchen da vorne gerade nicht direkt im Zweikampf unterwegs. Daher können wir uns hier mal ein bisschen Mittelfeld-Action anschauen. Ja, Regen haben wir auch nicht mehr zu erwarten. Ist aber ein bisschen heller geworden. Also die Sonne kam so ein bisschen raus.
30 Grad haben wir Strecke, also wie im Qualifying Strecke. Ich weiß nicht seit wann, aber dürfte schon seit längerem auf optimal stehen. Thomas G. fährt auf der 23. Wurde kurz in der Box angezeigt. Aber jetzt auch wieder nicht. So, was haben wir hier? Hier haben wir den Aston gegen den gegen den Bentley. Hausinger, Tabiona. Aber wir können uns mal wieder die Position Deltas anschauen, denn es waren ja jetzt alle in der Box. Da haben wir sie. Und da sehen wir ein anderes Bild als vor den Boxenstops. Da haben wir ja sehr, sehr viele vorne gesehen, die was gewonnen haben. Ich schalte mal kurz zu Rosse, der hier gerade leider abfliegt, wie es aussieht. Ah, Schumacher S war es diesmal nicht ganz. War Kurve später. Er wird gerade durchgereicht, jetzt momentan auf der 10. Position, dürfte noch weiter nach hinten gehen. Da war ein Porsche auch etwas off-track, er ist hier eine weitere Linie gegangen, wollte vielleicht den Porsche ja nicht hinten drauf fahren, keine Ahnung. Aber deswegen, ja, bisschen das Heck verloren und jetzt auf der 11. Position vorbei. Nämlich der Jerome Eckert hier im Audi davor ist auch noch knapp wieder auf die 10. Position gegangen, 3 Positionen gewonnen. Ja, Steffen Rosse immer noch eine Position plus im Delta. Auch hier ein bisschen unruhig in der letzten Kurve. Ja, aber das ist natürlich schade. Top 10 wäre auf jeden Fall drin gewesen. Ist immer noch drin, muss man sagen. Aber das muss man sich jetzt wieder erarbeiten. Hier gehen wir zu Chris Haya, der hier immer noch am Brückner hängt. Schon seit vielen, vielen Runden, muss man sagen. Also mal schauen. Hier geht es jetzt am BMW vorbei, am Demolierten. Auf der 36 ist das. Und Chris Haya jetzt hier auf der Innenseite. Mal schauen, ob er sich daneben bremst. Der Aston muss jetzt auch außen bleiben. Und das dürfte funktionieren. Außer der Aston kommt jetzt hier mit deutlich mehr Schwung aus der ersten Kurve raus. Aber dann nimmt er, glaube ich, die Kurve zu eng. Da haben wir es ein bisschen gesehen. Curb hat das Auto recht unruhig gemacht. Damit Chris Haya jetzt hier auf die 14. Position gegangen. Moin, Babsik. Babsik? Babsik? So, Andersen jetzt aber hier wieder am BMW dran. Und Ray und Odins, danke für eure Follows. Also hier ist die Sache nicht gegessen. Pierre Meyer muss ein bisschen abreißen lassen. Oder weiß nicht, ob er nicht mehr eingreifen möchte vielleicht als Gaststarter. Aber Position 2 und 3 sind hart umkämpft. Spreko vorne 18 Sekunden. Wieder dabei hier die volle Punktzahl heute mitzunehmen. Haf Kipfer hinten. Da haben wir gerade, glaube ich, auch ein Überholmanöver verpasst. Schauen wir nochmal hier Kurve 1. Gab es da das Überholmanöver? War das schon passiert? Oder war vielleicht auch ein Anzeigefehler? Ah, hier haben wir auf jeden Fall Moritz, Haf und Kipfer schön im Dreiergespann unterwegs. Dreiergespann haben wir zwischen Giefert, Jeckel und Graz ebenfalls auf der 23, 24 und 25. Zwei Porsche hier verfolgt. Die beiden Teamkollegen müssten das ja sein. Nee, nicht ganz. Sieht aber fast so ähnlich aus. Werden hier vom Aston Martin verfolgt. Ja, Bentley von Moritz und Haf und Kipfer, die wir gerade im Bild hatten. Also hier im Mittelfeld, da geht's doch richtig eng zur Sache. Was bei Hofmann los? Steht hier Ausgang der Schumacher, es ist rum. Ja, wahrscheinlich hier das Auto verloren. Gucken wir mal. Ja, hat auch ordentlich Schaden jetzt davon getragen. Oh, da muss noch ein BMW ausweichen. Aston Martin kommt da noch gut vorbei. Müsste es Stranovic gewesen sein, nehme ich mal fast an. Naja, das ging aber noch alles gut. M2s haben wir nicht. Nur M4s und ein M6. Ja, also ganz hinten haben wir es richtig schön eng. Evers Andersen, die hier natürlich ja auch in der Gesamtwertung sehr, sehr eng dicht beisammen. Ganz, ganz eng dicht, genau. Die sehr dicht zusammen sind. Da geht es wirklich um jeden Punkt, den man hier den Gegner abknöpfen möchte. So, gucken wir mal wieder rein hier. Jetzt ist das Grüppchen schön zusammengerutscht hier. Angeführt von Gefährt. Da vorne der Porsche. Porsche, dann hier der Aston Martin, der Bentley. Dann haben wir dahinter den Lamborghini und nochmal ein BMW. Also schöner Markenmix in der Gruppe hier. Ich glaube, da können wir vielleicht mal einen Moment draufbleiben. Guck natürlich immer wieder vorne, ob da was passiert. Zwischen 2 und 3 hier. So, Aston Martin schnappt sich jetzt hier wahrscheinlich den ersten Porsche, der rechts blinkt aktuell. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Sieht aber fast so aus. Lässt hier einem nach dem anderen offenbar durch. Wo ist er denn? Der Jeckel. Bentley ist auch durchgerutscht. Mal gucken, ob die anderen beiden auch noch vorbeikommen. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Schauen wir mal, ob er jetzt hier so weiterfährt. Erstmal ja. Weil manchmal kommt man ja auch mal gegen Blinker. Und manchmal merkt man das dann selber gar nicht.
So, also Graz hat noch ein Porsche vor sich. Dann hat er wieder freie Fahrt. Und 10 Minuten nur noch. Glaube dann die 13 Sekunden zufahren. Wird dann relativ sportlich. Aber erstmal hier am Porsche vorbeikommen. Mal gucken, ob der Porsche schon auf die Verteidigungslinie geht. Ob der McLaren, sag ich schon, der Aston Martin angreift. Weder noch. Da wird brav hintereinander durch die Kehre gefahren. Porsche blinkt da oben immer noch. Glaube nicht, dass das Absicht ist. Gucken wir kurz bei Patrick Till rein. Da haben wir auch fast eine Gruppe, würde ich sagen. An Helder Guerra ist er dran. Das ist der Audi hier vorne. Jerome Eckert und Stefan Rosse 10 und 11. Müssen wir da im Hintergrund sehen. Da sind sie beiden. Also hier könnte nochmal was passieren. So, kommt Andersen jetzt hier irgendwann mal vorbei? Das ist die Frage. So, da vorne sehen wir nämlich die Gruppe, wo wir gerade waren. Das könnte interessant werden. Schöner Zweikampf, der da durch die Gruppe gleich flügen möchte. Während, glaube ich, Graz fast angegriffen hat. Hinten Moritz der Bentley. Wenn wir auf Kipfer gehen, sehen wir im Hintergrund fast die ersten, den Zweikampf zwischen 2 und 3. So, Jekyll ein bisschen Körb mitgenommen. Ich weiß aber jetzt hier die Kollegen vorbeilässt. Bleibt hier relativ weit innen. Also ich glaube, vorbeilassen ist das falsche Wort, aber er blinkt rechts. Das kann man ein bisschen für Verwirrung stiften. Jetzt muss Haas sich aber hier verteidigen gegen Kipfer, der hier auf der Außenbahn ist, während wir Platz 2 und 3 da oben sehen, die jetzt auch angerauscht kommen. Also sehr, sehr brisante Situation jetzt gerade. Mal gucken, wer da gut durch diese Situation kommt. Der BMW sollte jetzt hier vorbeikommen am Lamborghini und mal gucken, ob Ewerts und Andersen da jetzt auch irgendwie vorbeikommen. Das staut sich jetzt hier richtig schön auf. Also wie gesagt, das ist... Oh, da hat er nochmal die Lenkung aufmachen müssen. Ein bisschen spät vielleicht gesehen. Dann gehen wir mal auf Platz 2 und 3, die jetzt hier zusammen auf jeden Fall schon mal am Lamborghini vorbeigekommen sind. Auch der BMW musste da noch ein bisschen rechts rüber zucken. Da geht es aber auch ohne größere Probleme vorbei. Ja, Daniel Andersen hat natürlich die Hoffnung, dass er hier vielleicht mit mehr Schwung irgendwo durchkommt, beziehungsweise der BMW aufgehalten wird durch die Überrundung an einer blöden Stelle. Aber in den ersten Positionen hier ist man schon mal wieder vorbeigekommen. Hat natürlich hier die Gruppe im Hinterfeld ein bisschen aufgesplittet. So, Moldenhauer gerade im Windschatten auf der 20. Position an. Schernhammer war da jetzt inzwischen in der Box. Glaube nicht, nachdem er da auf den, war das Porsche, draufgeknallt ist. So, letzten beiden Top-10-Platzierungen auch noch umkämpft. Guerra, Till und Eckert haben wir hier im Dreier gespannt. So, 7 Minuten nur noch. Der Führende gerade in der nächsten Runde sind also noch 4 Runden müssten das jetzt noch sein. Moin, Guljat. 4 Runden haben wir also noch Zeit. Nicht mehr so viel Zeit, muss man sagen. So, hier am Porsche kommt man vorbei. Hier lässt er die beiden auf jeden Fall vorbei. Und mal sehen. Ah, jetzt hat er rechts nicht ganz so viel Platz. Da ist noch der Porsche. Jetzt hat er rechts ein bisschen Platz, um sich vielleicht daneben zu bremsen. Jetzt geht er auch auf die Innenseite. Ja, das wird jetzt den ersten richtigen Angriff nicht geben. Ich dachte, er geht daneben. Aber zieht hier nochmal zurück. Aber langsam, wie gesagt, tickt die Uhr. Also langsam muss er mal die Nase da irgendwie reinhalten. Oder daneben halten. Reinhalten klingt immer ein bisschen blöd. Aber wir sehen, er kommt nicht vorbei. Ewerts macht auch keine großen Fehler. Und das könnte vielleicht sich lohnen. Pilko vorne, 23 Sekunden weg inzwischen. So, wir gucken ganz kurz hier. Chris Haier am BMW dran. Was haben wir hinten vielleicht noch? Jürgen Hofmann steht auch schon länger in der Box. Scheint nicht mehr weiter zu fahren. So, Patrick Schröter, der ist nochmal am Aston Martin von Taipiona dran. Genau, den haben wir hier. So, wir gehen wieder auf Andersen. Das ist Hove Sim Racing. Das ist die Homepage. Da kannst du dich mal umschauen. Discord haben wir natürlich auch und alles. Fahren wir alle 2 Wochen. Sind heute beim 5. von 9 Rennen. Und ab Januar gibt es nochmal eine Endo-Serie. Einmal pro Monat. Immer abwechselnd 4 und 6 Stunden. Da kann man natürlich dann auch gerne mitfahren.
Ja, gefällt mir auf jeden Fall hier. Bis zum Ende, letzten Minuten, wird ums Podium gekämpft. Pierre Meyer 2,3 Sekunden spielt da jetzt ja nicht unbedingt eine Rolle, außer hier vorne gibt es eine Kollision oder ähnliches. Schade, dass wir ja ganz vorne keinen schönen Zweikampf haben. Also Dennis Pecor, finde ich, sollte gesperrt werden für nächste Season. Nein, Spaß. Aber ja, relativ langweilig auch für ihn, würde ich mal behaupten. So, jetzt wird es aber nicht langweilig. Jetzt ist er schon richtig dran. Jetzt muss er schon rausziehen. Nicht, dass er hier in den Heckspoiler reinfährt. Beziehungsweise, ja, kann er gar nicht. Der McLaren ist sehr tief. Der fährt eher unterdurch. Aber auch hier greift er wieder nicht an. Kurve 1, während wir 25, 26, 27, glaube ich, auch gerade einen schönen Zweikampf sehen. Dreikampf. Ja, auch wieder in der ersten Kurve. Kipfer schnappt sich hier den Jekyll, der immer noch rechts blinkt übrigens. Gefahrt ist dahinter, der Markenkollege. Und da sehen wir noch den Lambo, der hier auch in dieser Gruppe rumfährt. Ja, Preco ist wirklich ein sehr, sehr schneller Fahrer, muss man sagen, einfach. Musst du auf der Webseite gucken, da ist das, glaube ich, irgendwo verlinkt, der Discord. So, Jekyll verliert jetzt hier nochmal zwei Positionen gegen den Markenkollegen und gegen den Lambo. Ah, ich weiß nicht, ob der, hat er Schaden oder so? Sieht jetzt nicht so aus. Aber 9 Positionen hat er immer noch gewonnen, also alles immer noch gut auf dem Papier zumindest mal. Achso, ich wollte mal gucken, die Zeiten hinten sind so bei, ja, kann man schlecht sagen, durch die Überrundung. Aber so 56er sage ich mal, 57er, 58 sehe ich so. Ganz vorne sind wir 54 und 55er Zeiten jetzt momentan. Quatsch. Das sind die schnellsten Zeiten. Bisschen langsamer als die schnellsten Zeiten. Also 56 vorne, 55 sowas. Hinten 57, 58. So, Moldenhauer. Gerade an Sternhammer vorbeigekommen. Endlich mal hier auf die 19. Wärst du hier zumindest, glaube ich, nicht letzter. Zumindest, na gut, heute sind wir aber auch über 40 Autos, beziehungsweise jetzt sind es noch 40. Kommt natürlich darauf an, wie viele mitfahren und wer mitfährt. Aber ist immer richtig was los und Haas sitzt jetzt hier im Kies, hätte ich was gesagt. Ja, ich hätte nur gesagt, ist sogar so. Mal gucken, hat sich hier mit dem Porsche in die Haare bekommen von Jekyll. Ah, jetzt hier zu zweit in die Schikane, bisschen schwierig. Von hinten, nee, von Gefahrt müsste das sein. Oder Jekyll ist, glaube ich, der Porsche jetzt hier, der ihn hinten berührt hat. Die 18. Ja, Jekyll war das. Ah, sehr, sehr schade hier für den Lamborghini-Piloten. Das Gute ist, nach hinten ist der Abstand relativ groß, sodass er jetzt nicht groß an Position verloren hat. Aber es rennt insgesamt nicht optimal für ihn. Eine DT hat er ja auch schon. 9 Positionen insgesamt hat er verloren. Und Andersen jetzt direkt schon wieder dran oder immer noch dran am BMW. Ja, sehr, sehr interessant. Also augenscheinlich scheint er schneller zu können, aber auch nicht so schneller, viel schneller, dass er vorbeikommt, weil Evertz jetzt auch nicht so oft auf Verteidigungslinie geht bis jetzt. Also der McLaren hat sich da meistens zurückgezogen. So, was haben wir noch? 2 Minuten. Wo ist der Führende im Abwandbogen gerade unterwegs? Geht also gleich in die letzte Runde rein. Sprich für die beiden hier auch. 1,5 Runden also insgesamt noch. Sehr, sehr schönes Duell, aber auch im Mittelfeld haben wir noch einiges. Wir gucken mal ganz kurz durch. Wir haben nämlich den Dark hier im M6 an Hofmann dran, im Audi und Moldenhauer ein paar Meter dahinter nochmal an Sternhammer. Ist er wieder zurückgefallen? Scheint so. War ja vorhin noch da oder eben noch davor. So, da hören wir es jetzt auch. Da geht es nämlich die letzte Runde rein. Aber deswegen gehen wir auch nach vorne. Schauen mal, ja, ob es nochmal den Lucky Punch gibt. Hier geht es nämlich jetzt in die letzte Kurve und dann auf die letzten Kilometer. So, jetzt muss er mal auf Verteidigungslinie gehen, der BMW. McLaren jetzt hängt schön dran. Jetzt geht er wieder auf die Rennlinie. Da muss er auch, weil da noch ein Aston Martin ist. Damit könnte der McLaren jetzt vielleicht mal sich daneben bremsen. Nein, auch er zieht hier zurück. Ja, ich weiß nicht. Also sehr, sehr vorsichtig, da habe ich das Gefühl. Ist grundsätzlich natürlich nicht verkehrt. Aber vielleicht denkt er sich, Platz 3 nehme ich dann lieber mit, als hier eine Kollision zu verursachen. Pierre Meyer 4 Sekunden inzwischen weg. Danny Anwand auf der 5, 20 Sekunden. Bei dem passiert auch nicht wirklich viel gerade. So, wir haben zwar im Mittelfeld noch was, aber wir bleiben jetzt hier drauf, würde ich mal sagen. Ich denke, Jeff wird das hier im Griff haben. Ganze Rennen hier mit
den McLaren und auch eine Zeit mit dem Audi da ganz im Hintergrund sehen wir ihn vielleicht noch am Gange gewesen. Also warum sollte er in der letzten Runde nochmal einen Fehler machen hier? Ja, das hat mich auch gefragt. Vielleicht ist er zufrieden damit, weil Kurve 1 hätte ich ein, zwei Mal erwartet, dass er zumindest mal sich daneben bremst oder es versucht. Werden Moldenhauer und Schern Hammer eine Kollision hatten wahrscheinlich. Der BMW hier, und der Aston hat hier den BMW getroffen von hinten. Beide drehen sich hier oben weg auf dem Berg. So, Pecom müsste jetzt gleich über die Ziellinie kommen. Überrundet jetzt hier nochmal den M6, der damit das Rennen jetzt auch beenden kann. Auf der 18. Position, Platz 17 der Porsche hier auf der Innenseite oder Außenseite. Der dürfte auch durch sein. Also Dennis Pecco gewinnt jetzt das vierte Rennen von 5 insgesamt. Jeff Ewerts muss jetzt noch gut durch die Schikane kommen. Dann sollte er sich Position 2 holen. Und damit auch wieder wichtige Punkte für die Gesamtwertung. Schauen wir mal einmal rechts rum. Das sollte es gewesen sein. Daniel Andersen leider nicht vorbeigekommen. Sehr, sehr schade. Für ihn auf jeden Fall. Auf der 3. Position trotzdem gutes Rennen. Eine Position gewonnen. Pierre Meyer von der 2 auf die 4. Hat da mal ein bisschen Lärm gemacht. Jetzt hier am Ende ein bisschen ruhiger gewesen. Benny Anwand, da ist nichts los. Da haben wir ihn auf der 5. Wir gehen nochmal kurz zu den Zweikämpfen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Hier haben wir immer noch Kesayan Hansel dran. Ah, mal gucken. Halbe Runde hat er noch. So, da hinten, die Zweikämpfe sind schon alle im Ziel. Ja, ist also der letzte Zweikampf, den wir uns hier nochmal angucken. Ja, damit haben wir schon eine Stunde wieder rumgehabt. Geht echt fix bei so vielen Autos. Da hatten wir wirklich keine Langeweile. Aber hier bei Hovesim Racing ist die Beteiligung der Fahrer doch immer sehr, sehr hoch, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, was das Niedrigste war, aber vom Gefühl her würde ich sagen, unter 30 waren wir bis jetzt noch nie. Dementsprechend ist es hier wirklich immer actionreich. Und was wir jetzt auch sagen können, am Start, ja, haben wir hinten eine kleine Kollision gesehen, aber sonst keine großen Crashes. Meistens waren es Fehler, eigene Fahrfehler. 2, 3 Autos wurden auch mal berührt von hinten. Bleibt aber nicht aus bei so vielen Fahrern. Aber jetzt sehen wir hier, nicht mehr vorbeigekommen. Hansel auf der 13, Chris Haier auf der 14. Gucken, wer fehlt noch. Pierre Brückner ist jetzt gerade rüber. Alex Cruz kommt jetzt nochmal durch die letzte Kurve. Urs Hofmann, auch ein paar Meter dahinter, 4 Sekunden. Und dürfte einer der Letzten sein, der jetzt hier nochmal übers Ziel geht. Schauen wir mal, müsste dann jetzt die Einblendung kommen oder ich weiß nicht. Doch ja, da kommt sie. Wunderbar, gehen wir nochmal hier auf den Führenden. Die fahren nämlich jetzt alle nochmal ganz gechillt in die Box rein hier. Und 3 auf der 6 haben wir, jawohl, so sieht es nämlich aus. So, gucken wir mal hier, können wir nochmal auf Fahren klicken. Kriegen wir nochmal ein schönes Bild. So, oh, ich sollte Licht anmachen, dann sieht man mich auch. Ja, sehr, sehr schön. Da sehen wir jetzt alle in Ruhe in die Box reinfahren im Hintergrund. Also, Hälfte der Saison haben wir hinter uns. Precor mal wieder gewonnen, muss man sagen. War ganz vorne nicht spannend, aber ums Podium war es lange spannend. Mittelfeld haben wir viel gesehen. Zwischenzeitlich auch mal ein paar schön größere Gruppen. Keine großen Unfälle. Hier und da Kleinigkeiten natürlich. 1, 2, 3 Fahrfehler. Ja, nächstes Mal sind wir auf Brands Hatch unterwegs in 2 Wochen dann wieder. Ja, auch eine sehr interessante Strecke, schwierig zu überholen. Schauen wir mal, was dann da so geht. Jetzt gucke ich mal, wo wir noch raiden. Mal gucken, wird hier noch gebroadcastet. Ne, da ist schon vorbei. Gucken wir mal, was geht hier noch. Ah, ist auch schon fast vorbei. Wollen ja noch ein bisschen was sehen vielleicht. Ah ja, hier wird noch gefahren. Sehr gut, Suzuka. Raid, raid, raid. Zack. So, wir gehen mal zum Sim-Dude wieder rüber. Der ist nämlich gerade in der Formation Lab für Suzuka. 25 Minuten nehme ich mal an. Ah, Agent habe ich vor 2, 3 Tagen erst gemacht. Ja, ansonsten, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, war ein unterhaltendes Rennen, denke ich mal schon. Morgen schauen wir mal, was der Zeitplan sagt. Ich plane damit, bei LFM 2-mal R-Faktor zu streamen. Daytona einmal und dann Lime Rock. Oder Lime Rock Park heißt da, glaube ich, eine Alpine. Bin ich mal ganz gespannt hier, was wir da sehen werden. Bin selber auch schon ein bisschen gefahren. Ansonsten, beim Sim-Dude, lasst mir da ein paar Grüße da, ein paar Follows. Unterstützt ihn bei seinem Rennen. Suzuka, 25 Minuten geht es immer gut zur Sache. Und wenn ihr mögt, ja, schaltet morgen ein.
oder die nächsten Tage. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, was alles noch ansteht. SEC am Samstag noch. Also volles Programm. Wir sehen uns dann die Tage. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Bis dann.